So, ein sehr herzliches Willkommen im Namen der staatlichen Schlösser und Gärten Hessen, allen Gästen in der Schlosskirche und online und natürlich hier ans Podium und Herrn Dr. Adolfs vom Kunstministerium möchte ich auch noch herzlich begrüßen. Bin ich gut zu hören? Ja, gut. Ja, das ist mit dem Mikro immer so eine Sache, entweder zu leise oder zu laut. Vielleicht ein Wort zu dem Thema Masken. Sie halten das so, wie Sie mögen. Wir haben hier keine Maskenpflicht, nur eine Empfehlung, aber fühlen Sie sich frei. Ganz allmählich neigt es sich das für Bad Homburg so bedeutende Jubiläumsjahr 2020 seinem Ende entgegen. 4 Jahrhunderte Landgrafschaft Hessen-Homburg. Ein Ereignis, das mit verschiedensten Veranstaltungen, Ausstellungsprojekten und Veröffentlichungen gefeiert wurde und noch wird. Ich lade Sie ein, die Landgrafenzeit hier im Schloss zu ergründen, in der Begleitausstellung vom Landgrafensitz zum Kaiserschloss im Königsflügel und in unserer neuen Ausstellung 244 FF von Friedrich bis Ferdinand in der neu gestalteten historischen Bibliothek und Ahnengalerie. Hier im Homburger Schloss, als dem Stammsitz der landgräflichen Familie, konnten die staatlichen Schlösser und Gärten Hessen dabei einen besonderen Fokus auf die Stichworte Dynastie und Familienpolitik legen. Das bekannte Motto, Kriege mögen andere führen, du glückliches Österreich, heirate, gilt als inoffizieller Wahlspruch des Hauses Habsburg. Er wird insbesondere dann zitiert, wenn der Aufstieg einer fürstlichen Familie durch erfolgreiche Heiratspolitik charakterisiert werden soll. Durch die prominenten Ehen der oft blutjungen Erzherzoginnen und Erzherzöge sicherte sich das Kaiserhaus unter anderem Burgund, Spanien, Böhmen und Ungarn und stieg zur Weltmacht auf. Das vorteilhafte Heiraten aber auch auf einem wesentlich bescheideneren Level wirksam werden konnte, beweist die Biografie Friedrichs des II. Von Hessen-Homburg, genannt der Landgraf mit dem silbernen Bein. Den insgesamt 3 Ehen dieses vielleicht bedeutendsten der Homburger Regenten ist der heutige Abend gewidmet. Die Bad Homburger Schlosskirche erweist sich als der ideale Ort für die Veranstaltung mit dem Titel Internationale Eheverbindungen. Denn hoch über unseren Köpfen befindet sich ein Kunstwerk, das wohl nur selten Beachtung findet, das Themenspektrum der Podiumsdiskussion jedoch in besonderer Weise zusammenfasst. Über der Kanzel sehen Sie ein ovales Gemälde, das gleich 4 Wappenschilde zeigt. Es handelt sich zum einen um das Wappen des Hauses Hessen-Homburg. Die übrigen 3 Schilde verweisen auf Friedrichs Gemahlinnen. Margarete, ein Mitglied der einflussreichen schwedischen Dynastie Brahe, links. Prinzessin Luise Elisabeth von Kurland, eine Nichte des großen Kurfürsten von Brandenburg, ganz rechts. Und Gräfin Sophia Sibylla von Leiningen-Westerburg-Oberbronn, deren Familie seit dem 12. Jahrhundert belegt ist. Die Referentinnen und Referenten des heutigen Abends haben sich intensiv mit dem Leben und Wirken der 3 Landgräfinnen und der Bedeutung der jeweiligen Eheverbindung auseinandergesetzt. Damit leisten sie wichtige Beiträge zur Erforschung dieses zuvor wenig beachteten Kapitels der Homburger Geschichte, die sich hier zur europäischen Geschichte erweitert. Es ist mir daher eine besondere Freude, diese Runde renommierter Expertinnen und Experten heute hier in Homburg versammelt zu sehen.
Ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen und kurz vorstellen. Frau Dr. Eva Bender, Historikerin, die unter anderem für das Hessische Landesarchiv, die Archivschule Marburg sowie die Philipps-Universität Marburg tätig ist. Liebe Frau Dr. Bender, Sie sind aufgrund des Ausfallens von Frau Professor Tischer, die leider verhindert ist, heute kurzfristig eingesprungen. Wir sind sehr dankbar dafür. Ja, Sie werden primär über Luise von Kurland sprechen, also herzlichen Dank vorweg. Des Weiteren heiße ich sehr herzlich willkommen Frau Professor Dr. Barbara Döhlemeier, Rechtshistorikerin, ehemals Justus-Liebig-Universität Gießen und hier allen gut bekannt. Professor Dr. Inken Schmidt-Voges, Historikerin und Inhaberin des Lehrstuhls für Geschichte der frühen Neuzeit an der Philipps-Universität Marburg, heute hier später moderierend tätig. Danke Ihnen sehr. Professor Dr. Holger Greve, Historiker im Hessischen Landesamt für geschichtliche Landeskunde und Honorarprofessor am Fachbereich Geschichte und Kulturwissenschaften der Philipps-Universität Marburg. Professor Dr. Ralf Tuchenhagen, Historiker und Kulturwissenschaftler, Professor für Skandinavistik, Kulturwissenschaft, Geschichte und Kultur Nordeuropas an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und natürlich Frau Dr. Katharina Bechler, unsere hauseigene Expertin, die Leiterin des Fachgebiets Museen der Schlösserverwaltung. Nachdem wir 2020 in Person der Landgräfin Elisabeth, einer in künstlerischen wie karitativen Fragen überaus aktiven englischen Königstochter und Landgräfin, eine monographische Ausstellung gewidmet haben und neue Forschungserkenntnisse gewinnen konnten, freue ich mich auf den heutigen Abend, an dem auch andere Frauen der Homburger Landgrafen verstärktes Interesse in Forschung und Vermittlung bekommen. Ich wünsche uns allen einen spannenden, informativen Abend. Herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Mein Dank gilt auch dem Fachgebiet Museen für die Organisation des heutigen Abends. Ich gucke einmal in die Richtung von Frau Dr. Bechler, aber auch zu Herrn Aufleger und Frau Metz-Prechtl. Vielen Dank. Besten Dank auch an Frau Liebau. Ein herzliches Dankeschön, wie immer, für die Organisation, auch an unsere Außenstelle hier vom Schloss Bad Homburg. Ja, nun danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bitte Frau Dr. Bechler um Ihre Einführung. Vielen Dank. Liebe Frau Worms, verehrte Referentinnen und Referenten, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es freut mich sehr, dass Sie heute unserer Einladung gefolgt sind, hier in der Schlosskirche und zu Hause am Bildschirm. Wir erkunden gemeinsam die internationalen Eheverbindungen von Landgraf Friedrich II. Von Hessen-Homburg, Margarete Brahe, Sophia Sibylle von Leiningen-Westerburg-Oberbronn und Luise Elisabeth von Kurland. Es geht um einen Zeitraum von 1661 bis 1708, also insgesamt 47 Jahre. Und wir lernen ihre Herkunftsfamilien genauer kennen. Welche Erfahrungshorizonte brachten die Damen aus Schweden, aus Kurland, das sich heute in Lettland befindet, und einer Grafschaft im heutigen Elsass mit? In welchen Familientraditionen waren sie verankert? Wie waren sie politisch sozialisiert? Welche politische Rolle spielte die Religion? Wir begeben uns somit auf Spurensuche im echten und im übertragenen Sinn,
im Schloss, in der Landgrafschaft und in Europa. Quasi als Schirmherrschaft unserer Veranstaltung befindet sich das Allianzwappen, das Frau Worms bereits erwähnt hat. Als das Wappen angebracht wurde und die Fürstengruft eingerichtet wurde, war Friedrich bereits seit einigen Jahren mit Sophia Sibylla von Leiningen-Westerburg-Oberbronn vermählt, seiner dritten und letzten Ehefrau, die ihn um 16 Jahre überlebte. Friedrich ließ somit die Schlosskirche mit Gruft als quasi sakrale Familiengedenkstätte errichten. Noch heute befinden sich in der Gruft die Särge von Landgraf Friedrich II., Gräfin Margarete Brahe und Prinzessin Luise von Kurland. Wo könnte man also das Thema besser diskutieren? Inhalt und Ziel des heutigen Abends ist es, die Geschichte der Landgrafschaft von Hessen-Homburg um weibliche europäische Perspektiven zu erweitern und neue Impulse für die Homburger Geschichtsforschung zu setzen. Zur Gestaltung des Abends. Die Referentinnen und Referenten werden Landgraf Friedrich und seine Gemahlinnen zunächst in einem kurzen Statement hier am Pult vorstellen. In der anschließenden Diskussion tauchen wir ein in das Europa des 17. Jahrhunderts und in die Lebenswelten der drei Damen. Im Anschluss, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, haben Sie die Möglichkeit, hier in der Schlosskirche und zu Hause im Chat Fragen zu stellen. Es ist mir eine große Freude und Ehre, dass wir renommierte Expertinnen und Experten gewinnen konnten. Herr Professor Dr. Ralf Tuchtenhagen stellt unter anderem die zwei Ehen von Margarete Brahe in Schweden vor. Er ist Historiker und Kulturwissenschaftler, Professor für Skandinavistik, Kulturwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte sind Nordeuropa und der Dreißigjährige Krieg, Adel und höfische Kultur, insbesondere weibliche frühneuzeitliche Adelsbiografien im Norden. Herr Professor Dr. Holger Gräf führt ein in die Verbindungen zwischen Schweden und dem Landgrafen mit dem silbernen Bein und erläutert Friedrichs politische Heirat mit Margarete Brahe. Sie sehen, jeder spielt eine der historischen Figuren, in Anführungszeichen. Professor Gräf ist als historischer und akademischer Oberrat im Hessischen Landesamt für geschichtliche Landeskunde tätig und Honorarprofessor am Fachbereich Geschichte und Kulturwissenschaften der Philipps-Universität Marburg. Seine Forschungsschwerpunkte sind Stadtdiplomatie und Politikgeschichte, Historiografiegeschichte und historische Bildkunde. Er ist unter anderem im Vorstand der Historischen Kommission für Hessen. Vor allem Herr Gräf hat hier Bedeutendes geleistet mit seiner Publikation über Landgraf Friedrich II. Von 2007 und ganz neu über den Sarkophag von Margareta Brahe hier in der Homburger Fürstengruft. Frau Dr. Bender, man kann ihr gar nicht genug danken, dass sie heute so kurzfristig eingesprungen ist, wird die Herkunftsfamilie von Luise von Kurland vorstellen. Sie ist Historikerin und hat promoviert über Prinzenreisen. Und Frau Bender verbindet nicht nur Forschung mit Archiven und der Universität, sie ist auch die Verbindung von Wissenschaft und Vergnügen, ein wichtiges Anliegen des heutigen Abends, denn sie ist wissenschaftliche Reiseleiterin. Und man kann es gar nicht genug schätzen, wenn man auf einer Reise auch wissenschaftlich fundiert informiert wird. Nichtsdestotrotz hat sie am DFG geförderten Forschungsprojekt Herrscher Memoria und politische Norm in der frühen Neuzeit mitgewirkt. Ihre Schwerpunkte sind Residenzforschung in Hessen und Thüringen, Forschungen zu Reisen von Prinzen und Prinzessinnen und über Grand Tour und höfische Bildungsgeschichte. Damit komme ich zu Frau Professor Dr. Barbara Döhlemeier. Sie wird neue Erkenntnisse über die kaum bekannte verwitwete Gräfin Sibylle von Leiningen-Westerburg-Oberbronn vorstellen. Ihre Forschungsschwerpunkte: sie war Rechtshistorikerin an der Universität Gießen und auch Dolmetscherin.
Die Forschungsschwerpunkte sind Geschichte der Rechtsprechung und Justizorganisation, hessische Landesgeschichte, Rechtsgeschichte und Geschichte der Hugenotten. Und damit komme ich zu unserer Moderatorin, Frau Prof. Dr. Inken Schmidt-Voges. Sie ist Historikerin, Inhaberin des Lehrstuhls für die Geschichte der frühen Neuzeit an der Philipps-Universität Marburg und seit 2020 Mitglied im Direktorium des Zentrums für Gender Studies und feministische Zukunftsforschung. Ihre Forschungsschwerpunkte sind politische Kultur und Kommunikation in der frühen Neuzeit, im frühneuzeitlichen Europa, Haus, Haushalt und Familie im Europa der frühen Neuzeit und Kulturkontakte und Transferprozesse. Bevor ich das Wort an Frau Professor Schmidt-Voges übergebe, danke ich allen, die an den Vorbereitungen des heutigen Abends mitgewirkt haben, den Referentinnen und Referenten, meinen Kolleginnen und Kollegen und diese in alphabetischer Reihenfolge. Herr Aufleger, Frau Gagelmann, Frau Kirei, Frau Liebau, dem Team der Homburger Außenstelle unter Leitung von Herrn Lehrer, Frau Metz-Prechtl, Frau Pappelau und das Team der IT unter Leitung von Herrn Dr. Wolf. Herzlichen Dank. Und nun freue ich mich auf die Moderation von Frau Professor Schmidt-Voges. Ja. Ganz herzlichen Dank, Frau Bechler, für die Einführung und die Vorstellung der Referenten und auch diese Podiumsdiskussion hier heute Abend zu diesem Thema initiiert und angestoßen zu haben, weil ich glaube, dass es ein Thema ist, das zum einen ein sehr, sehr vitales und gerade spannendes Forschungsfeld in der Frühneuzeitforschung darstellt, aber natürlich auch immer schon ein großes, auch öffentliches Interesse hatte, wenn es um die Frage nach den Ehen und den Beziehungen der Prinzen, der Fürstengesellschaft in Europa allgemein geht, aber natürlich auch hier im Speziellen in Hessen-Homburg. Wie Sie bereits ja schon angekündigt haben, hören wir zunächst vier Einführungen zu den vier Protagonisten heute Abend und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wer von Ihnen beiden zuerst, ob Holger, du als Erster, ne, würde ich sagen, stellst Friedrich vor und danach dann Herr Tuchtenhagen, Margarete Brahe, Luise und Sophia Sibylle. Bitte schön. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Herzlich willkommen hier in der Schlosskirche. Ich habe die Aufgabe, eigentlich eine unbewältigbare Aufgabe, Friedrich II. In den 5 Minuten nahezubringen. Ich meine, 75 lebensvolle Jahre auf 5 Minuten einzudicken, ist kaum möglich. Ich will aber versuchen, einen gewissen Spannungsbogen zu entwickeln, der eben auch hinter diesem Leben steht. Geboren 1633, im Geburtsjahr entstand diese wunderbare kleine Zeichnung hier vom Schloss, mitten in den schlimmsten Jahren des Dreißigjährigen Krieges, kam eben Friedrich hier in Bad Homburg zur Welt. Die Familie, das ist bekannt, Frau Worms hat es angedeutet, 1622 hat sein Vater eben das eigene Amt Homburg erhalten als mehr oder weniger souveräne Kleinstgrafschaft, muss man sagen. Angewiesen blieb man auf die finanziellen Zuwendungen aus Darmstadt. Der Wohnort war eben diese mittelalterliche Burg, wenig Komfort, wenige Zimmer, die mit Öfen geheizt werden konnten. Vielleicht so ähnlich wie die Oberburg in Kronberg heute noch aussieht. 1634, 35, Friedrich war gerade 2 Jahre alt, musste die Familie vor den Kriegsläuften flüchten in die Festung Gießen und lebte hier monatelang im Haus eines Professors an der Gießener Universität. Die Stadt war überfüllt, die Pest grassierte und letztendlich hat die Pest die Familie wieder hier nach Bad Homburg zurückgetrieben. Der Vater starb bereits 1638, also Friedrich war gerade 5 Jahre alt. Die zweifellos dominante Mutter übernahm die Vormundschaft. Wir haben da wenig interne Informationen, wie die Beziehungen, die persönlichen Beziehungen, die emotionalen Beziehungen zwischen
Mutter und Söhnen ablief, aber ich denke, es ist ein Indiz, dass die Söhne eigentlich alle, sobald sie volljährig waren, Homburg verlassen haben und sonst wo sich niedergelassen haben. Also die Mutter muss schon ein strenges Regiment geführt haben. War vielleicht auch nötig. Immerhin, und das ist ganz wichtig in dieser Zeit, das wenige vorhandene Geld mitten im Krieg investierte die Regentin auch in die Ausbildung ihrer Söhne. Das heißt, Kavalierstour wurde ermöglicht, Studium entweder an der Ritterakademie in Søre in Dänemark oder anderen Bildungseinrichtungen. Da die beiden älteren Brüder ohne legitime Nachkommen starben, war es dann eben 1681 soweit, dass Friedrich tatsächlich die Regentschaft hier übernehmen konnte. Aber gehen wir zurück. Mit 21 Jahren reiste er 1654 nach Stockholm und wurde zu einem Oberst bestallt. Er folgte damit einem Kasseler Cousin und Namensvetter, der bereits 1640 in schwedischen Diensten, also im Dreißigjährigen Krieg, getreten war und 1646 sogar eine Schwester des schwedischen Königs heiraten konnte. Friedrich, mit der Bestallungsurkunde im Gepäck sozusagen, ging zurück nach Deutschland und warb im darauffolgenden Jahr in der Gegend, in der Umgegend von Frankfurt, zwei Kompanien. Mehr Männer hatte er nicht auftreiben können. 6 Jahre nach dem Dreißigjährigen Krieg, kein Wunder. Junge Männer waren rar. Mit ihnen zog er an die Ostsee und kämpfte dort eben im Krieg Schwedens gegen Dänemark und auch gegen Brandenburg. 1659 verlor er dabei bei der Belagerung von Kopenhagen seinen linken Unterschenkel. Er wurde zum Landgraf dann mit dem silbernen Bein. Er kehrte nach Hessen zurück, folgte eine langwierige Genesung, eine versprochene Pension, die ihm der mittlerweile dann verstorbene schwedische König versprochen hatte, blieb aus. Nach dem Frieden von Schweden mit Dänemark war auch die schwedische Staatskasse in einem desolaten Zustand. Das heißt, 4 Jahre nach seinem kriegsversehrten Dasein, wenn man so will, ging er wieder nach Stockholm, um hier seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Stattdessen kam es quasi zu einem Matchmaking. Wie genau die Kontaktaufnahme zu Margarete Brahe, wissen wir nicht. Sicher ist aber, da wird Herr Tuchtenhagen dann gleich mehr berichten, sie war zweifache Witwe, hatte Angehörige der bedeutenden, damals bedeutenden Familie Oxenstierna geheiratet. Axel Oxenstierna war der bekannteste, der Reichskanzler unter Gustav Adolf, war aber auch versippt mit der ab dem späten 16. Jahrhundert sich entwickelnden schwedischen Militäraristokratie, die teilweise auch Migrationshintergrund hat, also De la Gardie, Königsmark und wie die alle hießen, die im Übrigen aber auch wieder Friedrich bereits zum Teil persönlich kannte, eben aus seinen Kriegsdiensten. Lange Rede, kurzer Sinn, die Hochzeit fand im Mai 1661 statt in Stockholm. Das junge Paar, wenn man so will, also er 30, sie 60, ging nach Weverlingen, ein Gut in der Nähe von Halberstadt, eigentlich im Besitz des Kurfürsten von Brandenburg, damals aber auch als Pfand an den schwedischen Obristen von Königsmark vergeben. Mit dem Tod Margarete 1669 in Weverlingen ist eine gewisse Zäsur festzustellen. Friedrich entscheidet sich, sie eben nicht in Weverlingen, in Schweden beisetzen zu lassen, was sie eigentlich testamentarisch angeordnet hatte, auch nicht in Weverlingen, sondern wenige Monate nach ihrem Tod wird der Sarkophag hier nach Bad Homburg gebracht. Quasi als, wenn man so will, sepulkrale Manifestation seiner Herrschaftsansprüche, weil bereits damals war klar, dass wahrscheinlich niemand von seinen beiden Brüdern die Regierung hier wird übernehmen können, vor allen Dingen keine legitimen Nachkommen vorhanden sein wird. Also ich sehe hier in diesem sepulkralpolitischen Schachzug sozusagen erstmals greifbar den Willen Friedrichs, sich hier in Bad Homburg niederzulassen. Das nächste Bild bitte, nur noch ganz kurz. Sie haben das jetzt noch, die mittelalterliche Burg vor Augen, die wir gesehen haben. Am Ende
des Lebens und der Regierungszeit Friedrichs sieht Bad Homburg etwa so aus, also die Schlossanlage, in der wir uns ja hier befinden, also vorne zur Stadt hin die Kirche, in der wir uns jetzt hier sitzen und links die Neustadt. Der Geldsegen, der oben von dem Engel kommt, ist natürlich der Hoffnung geschuldet, in einer Goldmine, die man hier betrieben hat, ich glaube in der Nähe von Oberstetten, noch zusätzliche Reichtümer anzuhäufen, aber das blieb aus. Aber immerhin, Sie sehen diesen Quantensprung, den Homburg und letztendlich auch seine Dynastie, seine Familie durch sein Wirken, durch seine Militärdienste, durch seine Ehen eben binnen von rund 40 Jahren gemacht hat. Man muss sich klar machen, als dieses Schloss 1680 grundgelegt wird, in einem Territorium, was wenige tausend Einwohner zählt, das war der erste bedeutende Schlossbau, wirklich zwischen Rhein, Weser und Main nach dem Dreißigjährigen Krieg. Das ist eine Generation vor Darmstadt, vor Arolsen, vor Hanau, vor Mannheim. Das ist wirklich eine Manifestation dieses barocken Machtmenschen, so wie er ja oben in der Skulptur von Zacharias Juncker auch quasi dem Betrachter entgegenspringt. Also so viel vielleicht zur Einstimmung. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, Margareta Brahe, der Name ist schon angeklungen. Können Sie vielleicht das Bild von Margareta Brahe kurz... sie ist schon da, sehr schön. Es ist gar nicht so einfach, über Margareta Brahe verlässliche Informationen herauszufinden. Es gibt keine Monographie, die ihr Leben sozusagen umfassend behandeln würde. Es gibt noch nicht mal einen kleineren Aufsatz, sondern einige Lexikonartikel und der Rest muss im Grunde aus Archivmaterialien rekonstruiert werden. Ich habe das versucht, in der Kürze der Vorbereitungszeit, so weit es eben möglich war, zu tun. Und das Interessante ist, dass Ihre Biografie relativ klar strukturiert ist. Ich nenne sie die 3+3-Biografie. 3+3 deswegen, weil sie dreimal Hofdame war an den Höfen der schwedischen Königin und weil sie dreimal verheiratet war mit Mitgliedern des hohen schwedischen Adels bzw. Friedrich II. Von Hessen-Homburg. Nun, Margareta Brahe, 1603 geboren, 1669 gestorben, stammte aus einer uralten schwedischen Adelsfamilie. Tatsächlich gehört die Familie Brahe, die zwei unterschiedliche Zweige hat, einen dänischen Zweig und einen schwedischen Zweig, zum schwedischen sogenannten Uradel und ist in dieser Funktion auch im schwedischen Ritterschaftsbuch verzeichnet. Sie gehört außerdem zu denjenigen Adelsfamilien, die 1561 anlässlich der Krönung Eriks des 14. von Schweden den Grafentitel erhielten. Das war sozusagen eine Reform, die das schwedische Königshaus in dieser Zeit durchführte, um die schwedische Vasa-Dynastie nun in quasi die europäischen Gepflogenheiten der Adelstitel zu integrieren. Und bei dieser Verleihung des Grafentitels erscheint die Familie Brahe auf der allerersten Nummer, die Nummer 1, das sind die Brahes. Dicht gefolgt allerdings dann von anderen, die wir auch noch hören werden, nämlich den Uxenschärners oder auch den Stenbocks. Aber dazu etwas mehr, wenn ich zu den Ehen komme. Über die Kindheit und Jugend Margareta Brahes gibt es kaum Informationen. Sie ist weitgehend im Dunkeln. Ich
habe nur gefunden, dass sie auf dem berühmten Schloss Rödbyholm nahe Stockholm geboren ist. Dieses Schloss ist deswegen berühmt, weil man lange Zeit vermutet hat, und auch diese These ist noch nicht ganz vom Tisch, dass dort auch Gustav Vasa, der Begründer der neuzeitlichen schwedischen Monarchie, geboren worden ist. Dieses Schloss gelangte dann später eben in den Besitz der Familie Brahe, und dort ist Margareta Brahe dann auch aufgewachsen. Nun, die erste Station war dann die Stellung als Hofdame, als sogenannte Hofjungfer bzw. Hoffräulein bei ihrer Großtante Katharina Steenbock. Das ist eine Position, die etwas mit einem Fragezeichen zu versehen ist, weil das nicht ganz gesichert ist, aber es gibt doch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich so war. Denn Katharina Steenbock, die dritte Frau Gustav Vasas, die ein sehr langes Leben hatte, unterhielt tatsächlich einen kleinen Hof Zeit ihres Lebens, also auch lange nachdem ihr Gemahl schon gestorben war. Und dort kamen dann vor allem junge Damen aus der näheren Verwandtschaft unter. Circa 1621, vielleicht auch schon 1620 bis 1633, wird Margareta Brahe dann Oberhoffräulein bei Königin Maria Eleonora von Brandenburg, der Gemahlin Gustavs II. Adolf von Schweden. Die Königin, so erfährt man aus den Briefen der Königin, hat offenbar Margareta Brahe sehr geschätzt, einerseits wegen ihres Organisationstalentes, andererseits aber auch wegen ihres ausgesprochen liebreizenden Wesens, wie sie bemerkt. Und Margareta Brahe hat dann die Königin auch auf unterschiedlichen Reisen ins Heilige Römische Reich begleitet. Maria Eleonora, also eine Brandenburgerin, war ja sozusagen aus dem Reich, aber sie besucht eben dann auch ihren Ehemann Gustav II. Adolf in verschiedenen Städten, bei verschiedenen Stationen ihres Mannes während der Feldzüge im Heiligen Römischen Reich, also im Rahmen des Dreißigjährigen Krieges. Bezeugt sind auf jeden Fall Reisen nach Mainz und nach Erfurt, und natürlich war Margareta Brahe dann zusammen mit Maria Eleonora auch dabei, als die Leiche Gustavs II. Adolf von Lützen über Berlin nach Wolgast und schließlich nach Schweden transportiert wurde. 1633 erreichte Margareta Brahe dann ein Werbungsschreiben eines hochstehenden schwedischen Adligen, nämlich Bengt Bengtsson Oxenstierna, der sogenannte Resere Bengt, wie er auf Schwedisch heißt, der Reise Bengt oder Reise Benedikt. Und er heißt deswegen so, weil er wahrscheinlich der erste Schwede gewesen ist, der in der damaligen Zeit Persien aufgesucht hat, aber nicht nur Persien, sondern viele andere Länder des europäischen Kontinents. Also er war offenbar ständig unterwegs, allerdings in der Zeit, bevor er Margareta Brahe dann kennenlernte. Nachdem er dann geheiratet hatte, wurde er etwas sesshafter, auch deswegen, weil der schwedische Reichsrat ihn quasi abkommandierte an verschiedene strategisch wichtige Stellen des Reiches, unter anderem auch nach Livland und Ingermanland, also eine neu erworbene Provinz des schwedischen Reiches in der damaligen Zeit. Und dorthin folgte ihm dann auch Margareta Brahe, sodass sie also schon in relativ frühen Jahren auch die Grenzen oder die Grenzbereiche, Grenzterritorien des schwedischen Reiches kennenlernte. Sie hat dann mit Bengt Oxenstierna teilweise in Dorpat, im heutigen Tartu in Estland, gelebt oder auch in Riga, beides Arbeitsstätten ihres Mannes. In Riga stirbt dann auch Bengt Oxenstierna, und die Ehe ist bis dorthin kinderlos geblieben.
Und das ist sozusagen der rote Faden, der sich dann auch ziehen sollte durch das Leben von Margareta Brahe. Sie hat also keinerlei Nachkommen bekommen. Was danach genau passiert ist, wissen wir nicht. Wir können nur sagen, dass sie dann 1644 wiederzufinden ist als Oberhoffräulein bei Königin Christina von Schweden. Diese Stellung hat sie offenbar erhalten, soweit wir das sehen können, durch Vermittlung des schwedischen Reichskanzlers Axel Oxenstierna. Herr Gräf hat das ja auch schon kurz erwähnt. Und in dieser Stellung hat sie im Grunde das fortgesetzt, was sie schon in Riga bzw. Dorpat begonnen hatte, nämlich die Vermittlung hoher schwedischer Verwaltungsposten, ziviler, militärischer Stellen des schwedischen Reiches. Offenbar hatte sie einen ganz guten Draht zur Königin. Die Königin hat in einem Brief das selber kurz erwähnt, dass sie es nicht verhindern könne, dass Margareta Brahe ja immer wieder verschiedene Leute aufschwatzt. Und diese Vermittlungstätigkeit setzt sie dann fort bis ins Jahr 1648. Dann kommt ein zweites Werbungsschreiben und damit auch die zweite Ehe, nämlich mit Johann Axel von Oxenstierna, dem Sohn des Reichskanzlers. Eine wichtige Persönlichkeit, nicht nur innerhalb von Schweden, sondern auch auf der internationalen Bühne, denn es war Johann Oxenstierna, der unter anderem auch den Westfälischen Frieden von 1648 verhandelt hat für Schweden, nicht immer ganz zur Zufriedenheit der Königin, aber das ist ein anderes Kapitel. Er war allerdings trotz allem eine wirklich zentrale Figur der schwedischen Politik der damaligen Zeit. Und soweit wir das sehen können aus der Korrespondenz, die Johann Oxenstierna geführt hat mit seinem Vater, handelte es sich auch bei der beim Eheschluss mit Margareta Brahe um eine Art Liebesheirat, wenn man das modern so sagen darf, denn er betont immer wieder, obwohl der Vater immer wieder versucht, ihn davon abzubringen, er möchte diese Frau unbedingt heiraten, obwohl sie so viel älter ist, obwohl sie kinderlos geblieben war in der ersten Ehe und obwohl der Vater also immer wieder darauf rekurriert, dass es sehr wichtig sei, dass die Familie Oxenstierna Nachkommen bekäme, um den Familienbesitz zu sichern. Ja, gegen alle diese Widerstände setzt sich also der Sohn nun durch. Vorausgegangen war wohl schon eine längere Bewunderung, auch schon in der Zeit, als mit Bengt Oxenstierna verheiratet gewesen war, konnte sich aber offenbar in dieser Zeit nicht durchsetzen. Jedenfalls mit Johann Oxenstierna ging Margareta Brahe nun 1650 nach Stettin, wo ihr Mann die neue pommersche schwedische Verwaltung aufbauen sollte. 1648 war er ein Teil Pommerns dem schwedischen Reich zugesprochen worden und diese schwedische Verwaltung musste jetzt erst einmal geschaffen werden. Das lag nun in den Händen des jungen Oxenstierna. Allerdings war Johann Oxenstierna dieser Posten dann wohl doch etwas lästig. Jedenfalls 1651 residieren die beiden dann in Uppsala, wo ihr Mann einen Posten übernommen hat als sogenannter Lagmann, also eine Art Rechtsvorsteher der Provinz Uppland. Und ab 1655 sind sie dann wieder beide in Wismar zu finden, wo Johann Oxenstierna den Posten eines Präsidenten des Hofgerichtes von Wismar, also eines von insgesamt vier Hofgerichten im Schwedischen Reich übernommen hat. Außerdem begleitete Margareta ihren Mann auf zahlreichen Reisen im Heiligen Römischen Reich und sogar bis nach England. Das, was also sich vorher schon angekündigt hatte, nämlich das viele Herumreisen, das setzte sich im Grunde jetzt auch in dieser zweiten Ehe fort.
Als Johann dann 1657 stirbt, bleibt natürlich auch diese Kinder ehelos, so wie das ja erwartet worden war. Dann sehen wir eine biografische Lücke in den Jahren 1657 bis 1661. Und wir haben dann weitere Nachrichten eigentlich erst von der dritten Ehe, die hier Herr Gräf ja schon kurz angesprochen und ein bisschen beschrieben hat. Darüber möchte ich jetzt eigentlich nicht so viel mehr sagen. Wir werden sicherlich in der Podiumsdiskussion auch noch darauf zu sprechen kommen. Diese kinderlose, weitere kinderlose Ehe ist insofern jedenfalls erwähnenswert, als am Ende ihres Lebens Margareta Brahe den Landgrafen von Hessen-Homburg, Friedrich, zu ihrem Universalerben, jedenfalls zum Universalerben aller ihrer persönlichen Besitztümer, die sie in Deutschland besaß, eingesetzt hat. Und das war natürlich für die kleine hessische Landgrafschaft ein ganz wichtiger Gewinn sozusagen in materieller Hinsicht. Deswegen, weil Margareta Brahe durch ihre Erbschaften einerseits von Bengt Uxenscherner, andererseits von Johann Uxenscherner eine der reichsten Witwen Schwedens überhaupt gewesen ist und sozusagen eine glänzende Partie gewesen war. Und dies nun alles, jedenfalls soweit es noch in ihrem Besitz und flüssig war, zu erben, konnte schon ein wichtiger Startpunkt sein. Vielen Dank. Ja, auch von mir einen schönen guten Abend und ich freue mich, hier da mitwirken zu können. Und ich werde ein bisschen was zu Luise Elisabeth von Kurland berichten. Zweite Gattin. Luise Elisabeth von Kurland wurde am 12. August 1646 in Mietau als ältestes Kind des Herzogs Jakob Kettler von Kurland und seiner Gattin Luise Charlotte von Brandenburg geboren. Und da haben wir schon einen wichtigen Punkt, Kurland und also heutiges Lettland und dann natürlich auch die Mutter aus dem Hause Brandenburg. Aber die Kindheit und Erziehung ist, wie bei den anderen Damen, auch relativ wenig nur bekannt. Hingegen war aber auch ihr Leben schon sehr früh von der Politik und den Kriegsläufen mitbestimmt. Das würde zu weit führen, das jetzt im Detail anzusprechen, aber so tobte im Prinzip auch der Zweite Nordische Krieg, wo Kurland mit hineingezogen worden ist in dem Heimatterritorium und so wurde sie dann in der Folge dieses Kriegs mit der Familie dann insgesamt 2 Jahre von 1658 bis 1660, also im Alter von 12 Jahren, dann zuerst in Riga und dann in Iwangorod inhaftiert, bevor dann mit dem Frieden von Oliva 1660 dann auch die Freilassung der Herzogsfamilie dann vonstatten gehen konnte und sie wieder zurück in die Residenz gehen konnten. Man muss sich das so vorstellen, dass dann das Herzogtum natürlich nicht gerade unbeschädigt vom Kriegswesen geblieben ist und dass das also auch kein geeigneter Ort war, ja, Prinzen und Prinzessinnen zu erziehen. Und so hat dann also die Mutter sich sehr dafür eingesetzt, gerade die jüngeren Kinder an die Verwandtschaft, vor allen Dingen in Berlin und Kassel, ja, zu schicken, um die Kinder dort an einem geordneten Hof erziehen zu lassen. Und ja, Luise Elisabeth war allerdings da schon 14 Jahre alt und das ist eigentlich ein Alter für eine Prinzessin in der frühen Neuzeit, wo man eigentlich schon anfängt, Eheprojekte ins Auge zu ziehen. Man geht also mehr oder minder davon aus, dass die junge Dame dann schon eigentlich fertig erzogen ist. Und so blieb sie also zunächst erstmal bei den Eltern, die dann natürlich nicht nur für sie, sondern auch für die jüngeren Schwestern verschiedene Eheprojekte angebahnt hatten oder ins Auge gefasst haben. Da war natürlich die dynastische Verbindung der brandenburgischen Mutter Luise Charlotte sehr relevant.
Und so kam es dann 1669 zur ersten Verlobung, allerdings der jüngeren Schwester Marie Amelie mit Landgraf Wilhelm VII. Von Hessen-Kassel. Die Mutter von Landgraf Wilhelm VII. Ist auch eine, ja im Prinzip brandenburgische Prinzessin, die Schwester von Luise Elisabeths Mutter Hedwig Sophie gewesen. Die jüngere Schwester Marie Amelie heiratet dann allerdings nach dem Tod des jungen Landgrafen seinen Bruder Landgraf Karl. Ja, kurz nach dem Anschluss der Kasseler Verlobung und fast nach Beendigung des Trauerjahres begann eben Friedrich von Hessen-Homburg, sich in Kassel und Berlin um seine Chancen bei Luise Elisabeth von Kurland zu erkundigen und dort auch zu verhandeln. Und so kam es dann tatsächlich dazu, dass am 23. Oktober 1670 Luise Elisabeth von Kurland im Alter von 24 Jahren eben den Friedrich von Hessen-Homburg, dem eben späteren nachmaligen Landgrafen Friedrich II., heiratete. Das Spannende daran ist, dass er ja im Prinzip um den dynastischen und konfessionellen Vorstellungen der Herkunftsfamilie seiner Frau gerecht zu werden, kurz vor der Hochzeit zum calvinistischen Glauben übergetreten ist. Ja, über die weiteren Beziehungen sprechen wir sicherlich noch später, aber man kann das, glaube ich, einfach nicht ungeachtet lassen, weil es einfach hier so präsent ist, dass Friedrich und Luise Elisabeth offensichtlich eine relativ harmonische Ehe führten. Er betitelt sie in seinen Briefen als allerliebste Dicke, meine Engelsdicke oder auch allerliebste Frau. Und aus dieser Ehe entstammen dann insgesamt 6 Prinzen und Prinzessinnen, und so war Luise Elisabeth fast die ganze Zeit ihrer Ehe schwanger und hat somit die Sicherung der Familie und der Dynastie durch die Geburt von Kindern ausreichend erfüllt. Vielleicht war sie deswegen auch ein bisschen korpulent, wenn sie immer schwanger ist. Wie auch immer, in der Folge ihrer letzten Niederkunft verstarb Luise Elisabeth am 16. Dezember 1690 im Alter von 44 Jahren, 4 Monaten und 4 Tagen. Neben der erfolgreichen Sicherung des Fortbestandes der Homburger Dynastie wird in der Forschung im Zusammenhang mit Luise Elisabeth vor allem die sogenannte kurländische Erbschaft angesprochen. Dies ist zwar weniger ihr eigener Verdienst, sondern nachdem es bereits Auseinandersetzungen um das Erbe der am 16. August 1676 verstorbenen Mutter gegeben hatte, eine Folge der nicht eindeutig geregelten Nachfolge in Kurland im Fall des Ablebens des letzten regierenden Herzogs in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Die Details dieser komplexen Vorstellung, dass man sich in Hessen Hoffnungen machte, eben in Kurland ein Erbe antreten zu können, was eigentlich nicht wirklich vorhanden war oder gesichert war, will ich jetzt einfach ausklammern. Das Punkt ist aber, was man bei der kurländischen Erbschaft erwähnen kann, ist, dass ein recht ansehnlicher Teil der mobilen, aber auch immobilen Güter auf das gute Wirtschaften der kurländischen Herzoginnen zurückzuführen ist. Und wenn auch dann aus Kurland eigentlich die Ehegelder nur schleppend gezahlt wurden und auch das mütterliche Erbe aus Kurland dann eben in Homburg angekommen war, wurde das Ganze dann tatsächlich auch genutzt, um ab 1680 eben das Schloss auch mit zu errichten. Ja, die Hofhaltung ist relativ bescheiden wohl gewesen. Auch die Ausgaben von Luise Elisabeth halten sich wohl in Grenzen. Die Überlieferung ist relativ bescheiden, muss man sagen, im Archiv, was nicht zuletzt auch den Kriegsverlusten in Darmstadt zu schulden ist. Aber tatsächlich ist es so, dass ihr ja schon im Prinzip mit der Benennung der Luisenstraße noch zu ihren Lebzeiten auch ein Denkmal gesetzt worden ist. Und das zeigt auch noch mal so ein bisschen die Beziehung, die offensichtlich zwischen Friedrich und Luise Elisabeth stattgefunden hat. Und auch ihr Nachlass, der also dann unter den Kindern verteilt worden ist, zeigt, dass also doch durchaus Beziehungen auch zu anderen auswärtigen Dynastien vorhanden waren und neben dem zu erwartenden Brandenburg natürlich, ne, die Mutter und die Schwestern alle verheiratet, der Onkel natürlich ganz bekannt,
sind zum Beispiel Herzog von Mecklenburg-Grabow oder auch der Herzog Georg Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg als Schenker wertvoller Objekte genannt. Ja, ich denke, die anderen Punkte sprechen wir dann vielleicht in der Diskussion an. Es ist natürlich schon so, dass man einfach über die so mit detektivischem Gespür über die Quellenlage doch auch noch sehr viel über diese Dame herausfinden kann. Und ich freue mich, das dann gleich noch weiter konkretisieren zu können. Ja, meine Damen und Herren, über Sophia Sibylla von Leiningen-Westerburg, Oberbronn, ist leider sehr viel weniger überhaupt bekannt. In der Homburger Literatur beschränkt sich das meistens darauf, die Tatsache der Ehe und dass sie drei Kinder hatten und sie eben diese Herrschaft Oberbronn im Elsass. Aber wenn man ein bisschen in die Archive geht, kann man noch ein bisschen was herausfinden, vor allem aber leider rechtshistorischer Art, nämlich Prozesse. Der Titel war, ihr Titel war Sophia Sibylla, Gräfin zu Leiningen, Frau zu Westerburg, Schaumburg, Vorbach, Mörsberg und der Herrschaft Oberbronn des Heiligen Römischen Reiches Semperfreiin. Das war so ein spezieller Titel. Da habe ich noch mal eine ihrer Unterschriften. Sie hat relativ viele Briefe an ihren Stiefsohn Kasimir Wilhelm hinterlassen, die aber schrecklich schwer zu lesen sind. Ich wollte nur hier, sie sagt zu ihm, sie sei seine ergebenste Maman und Dienerin. Den genealogischen Überblick möchte ich jetzt gerne. Also sie war die Tochter von Johann Ludwig von zu Leiningen-Westerburg und Oberbronn und einer Gräfin Sibylle Christine zu Wied. Mit ihm ist 1665 seine Linie, eine spezielle Linie des Hauses Leiningen, Leiningen und Leiningen-Westerburg, unglaublich viele Linien, also es ist ganz schrecklich schwer, da durchzusteigen. Die Grafen von Leiningen-Westerburg gehörten zum Oberrheinischen Reichskreis. Als Mitglieder der Grafenbank im Alten Reich waren sie ohne größeren Einfluss. Häufige Erbteilungen verhinderten irgendwelche größeren Besitze. Sie hatten weitgehend Streubesitz. Aber durch ihre linksrheinische, also der Hauptteil der Linie war im Westerwald, also Westerburg, aber sie hatten auch relativ viele Besitzungen im linksrheinischen Teil, also in Elsass und Lothringen, und durch diese gerieten sie in die Mühlen der europäischen Politik, eher passiv als aktiv natürlich, vor allem in die Kriege Ludwigs des 14. Sophias ältere Schwester, Esther Juliane von Leiningen-Westerburg, kämpfte als Erbtochter, es waren also nach dem Aussterben der Linie, der männlichen Linie, nur zwei Erbtöchter, auch für Sophia Sibylla, um diese linksrheinische Herrschaft Oberbronn. Und da musste sie vor allem mit ihren eigenen leiningischen Verwandten, Onkeln und die Sie da auf der rechten Seite sehen, Onkel und Cousin kämpfen. Und dann musste sie im Zusammenhang der Reunionskriege Ludwigs des 14. auch gegen Frankreich kämpfen. 1691 erhielten die beiden Schwestern das Erbe zugesprochen. Tatsächlich wurde das aber erst 1697 durch den Frieden von Reiswijk wirklich realisiert. Das heißt also, Friedrich II. Konnte sich auf diese Besitzungen seiner dritten Frau immer mal Hoffnung machen, aber bis das Ganze realisiert wurde, das dauerte. Aus den umfangreichen Akten eben wegen dieser Prozesse kann man erkennen, dass Friedrich II. Bei den Heiratsüberlegungen einmal die schon bestehenden dynastischen Beziehungen berücksichtigte. Seine Mutter Margarete Elisabeth war ja auch eine Leiningen-Westerburg, allerdings Leiningen-Westerburg-Schaumburg, eine entfernte Cousine. Und andererseits hatte eben Friedrich II. Durchaus ihre Mitgift und diese Anwartschaft auf die Besitzungen im Auge. Im Heiratsvertrag vergleicht er seine Verhandlungen mit den leiningischen Verwandten, mit denen Friedrichs I.
seinerseits mit den Verwandten von Margarete Elisabeth. Also er hat diese Gesamtbeziehung im Auge und es sind ziemliche Schachereien dabei herausgekommen. Der Vater, Johann Ludwig, ist also früh gestorben und die Heiratsverhandlungen sind nur indirekt zu erkennen, also herauszufinden, die Heiratsverhandlungen mit Friedrich II. Als Sophia Sibylle an den Homburger Hof kam, war es auch für sie eine zweite Ehe. In erster Ehe hatte sie einen Verwandten, Johann Ludwig Leiningen-Dachsburg, geheiratet, mit dem sie 5 Kinder hatte, 2 Söhne davon überlebten und die brachte sie mit. Und jetzt will ich mal nur kurz einen Blick drauf werfen, wie die Familiensituation war. Als ich 1691 nach Homburg kam, gab es hier 4 relativ kleine Stiefkinder, also von 1 bis 12. Dann hatte sie ihre Kinder aus erster Ehe mitgebracht, 2 Söhne, 6 und 12. Und dann hatte sie mit Friedrich II. Nochmal 3 Kinder, von denen aber nur einer, der älteste Ludwig Georg, überlebte. Dann muss man sich vorstellen, dass zur selben Zeit in Homburg Schloss Mitglieder der Familie des Sohnes und Nachfolgers von Friedrich II. Lebten, also Friedrich Jakob und seine Frau mit auch zahlreichen Kindern. Und diese Beziehung muss eine sehr schlechte gewesen sein. Das wird auch in Lebenserinnerungen des Stiefsohnes Kasimir Wilhelm berichtet. Man liest nichts von persönlichen Beziehungen und Sophia Sibylla kommt nie als Patin für die Kinder vor, was man erwarten könnte. Mit diesem ersten Stiefsohn, der 1690 geboren ist, Kasimir Wilhelm, hatte sie aber eine gute Beziehung. Aus seinen Lebenserinnerungen kann man einiges dazu erkennen. Die finanzielle Situation in Homburg nach dem Tod Friedrichs II. War bekanntlich sehr, sehr schlecht. Alles habe er verdestilliert durch Goldmacherei und so, aber das war natürlich nicht das Einzige. Und sie musste mehrere Prozesse führen, um ihren Witwensitz, Wittum und ihre Versorgung zu erkämpfen gegen die Hessen-Homburger. Sie hat zwar einmal Recht bekommen beim Reichskammergericht, aber das durchzusetzen war auch wiederum schwierig. Kurz zu ihren letzten Jahren, sie zog bald nach Friedrichs Tod weg von Homburg, was angesichts der familiären Verhältnisse wohl nicht zu verwundern war. Sie zog zu ihrem Sohn aus erster Ehe, Emich Leopold, nach Guntersblum, das ist in der Nähe von Mainz. Und nach dessen Tod 1719 zog sie nach Oberbronn, also wo sie geboren war. Und an beiden Aufenthalten erhielt sie Besuch von dem Stiefsohn Kasimir Wilhelm. Über ihren Sohn Ludwig Georg können wir dann später noch vielleicht etwas erzählen. Ich möchte nur erwähnen, dass in Sophia Sibyllas Testament und auch in ihrer Leichenpredigt die Prozesse, die sie führen musste, ausdrücklich erwähnt werden. Und das ist eigentlich ungewöhnlich, dass das in einer Leichenpredigt erwähnt wurde. Und sie fordert in ihrem Testament übrigens auch dazu auf, ihre Erben, die Prozesse mit Hessen-Homburg fortzuführen. Und das ist nun das könnte man noch viel länger untersuchen. Sie ist begraben in Oberbronn und zwar, wie sie es auch testamentarisch vorgesehen hatte, unter dem Chorraum der evangelischen Kirche in Oberbronn. Lange Zeit wurde in der Homburger Literatur behauptet, sie sei hier in der Fürstengruft begraben. Es gab lange Zeit an einem Sarg ein falsches Schild, Sophia Sibylla. Auch Hamel hat das so verzeichnet. Aber es ist nachgewiesen in dem Kirchenbuch von Oberbronn, dass sie dort begraben ist. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie hierher überführt worden wäre. So viel jetzt.
ganz herzlichen Dank Ihnen Vieren für die Einführung in unsere Protagonisten heute Abend, was, glaube ich, auch schon diese kurzen Schlaglichter und Porträts gezeigt haben, wie unglaublich spannend und vielfältig eben die Lebenswelten des Adels in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts waren, sein konnten, wie volatil, prekär und immer wieder sozusagen neue Ereignisse, die Zeitläufe, auch hier die Lebensplanung um die Umstände beeinflussten. Und wenn wir heute Abend eben auf die Eheverbindungen Friedrichs II. Schauen, steigen wir sozusagen ganz unmittelbar und in den Kern des Funktionierens dieser Adelsgesellschaften im Europa der frühen Neuzeit ein, der Société des Princes, wie es der französische Historiker Lucien Belli einmal genannt hatte. Und diese Adelsgesellschaft, diese Funktionseliten auf ganz unterschiedlichen Ebenen wurden eben oder bestanden, basierten eben auf den Verwandtschaftsnetzwerken, auf den sozialen Regeln und Umgangsformen und Verpflichtungen, die sich durch familiäre Bindung, durch Verwandtschaften ausgestalteten, und damit oblag es sozusagen jeder adligen Familie, jeder Dynastie, diese Netzwerke zum eigenen Vorteil sozusagen zu gestalten und zu formen, und das tat man eben über Heiraten. Das bedeutete gerade auch für regierende Dynastien, das haben wir eben schon in verschiedenen Beiträgen gehört, dass oder auch nicht unmittelbar souveräne Dynastien, aber vor allem für die großen regierenden Dynastien, dass es um den Statuserhalt der eigenen Dynastie, um Machterhalt ging und möglichst auch um Erweiterung des eigenen Status durch eben eine geschickte und glückliche Heiratspolitik. Das bedeutete auf der vertikalen Ebene, das ist eben auch schon angeklungen, eben die Sicherung durch der eigenen Herrschaft, der eigenen Position, durch eine reiche Nachkommenschaft, deswegen auch relativ früh geschlossene Ehen, dass man also eine lange Phase der Fruchtbarkeit ausnutzen kann, um möglichst viele legitime Nachkommen zu haben, erziehen zu können und auch bis ins erwachsene und heiratsfähige Alter bringen zu können, die eben für den Erhalt, für die politische Stabilität einerseits im Territorium, dadurch, dass man Erbfolge, Kriege und Streitigkeiten möglichst vermeidet, aber eben auch sozusagen in der Heirat in wiederum andere Familien eben diesen Status und dieses Netzwerk möglichst stabil, flexibel und anpassungsfähig halten konnte. Horizontal bedeutete das, dass die Ehefrauen, die ja für gewöhnlich an den Hof ihres Mannes zogen, in dieser Adelsgesellschaft, aber auch im politischen Funktionieren, wie eine Art Kommunikationsmanagerin, könnte man mit vielen Anführungszeichen in einem vielleicht anachronistischen Begriff sagen, funktionierten. Ihre Aufgabe war es eben, die Kanäle offen zu halten zu den anderen Höfen, zum Hof der Herkunftsfamilie, zu den Höfen der Geschwistern, um eben in politischen Angelegenheiten direkten Zugang zu den politischen Entscheidungsträgern zu bekommen. Das war eine ganz wichtige Funktion sozusagen in diesem Netzwerk, aber auch, und das zeigen eben jetzt gerade jüngere Forschungen, und das klang hier in den Vorstellungen auch an, dass die Ehe oder die Fürstinnen eben nicht einfach, oder was heißt einfach, nicht angeheiratete Fürstinnen waren, die dann repräsentieren, sondern dass dem Repräsentieren zum einen eine eminent wichtige politische Funktion zukam, aber dass sie auch ganz stark das Ökonomische mit strukturierten, unternehmerisch teilweise tätig waren, die Entwicklung der Territorien, wir haben es eben für Kurland gehört, ganz massiv mit beeinflusst haben und natürlich auch eben in ihrer Funktion als Kommunikatorinnen auch diplomatisch, politisch eine ganze Reihe von Funktionen vorbereiten konnten, die auf anderen Kanälen nicht möglich waren aus verschiedenen Dingen. Also kam dieser Heirats- und Ehepolitik eben auf ganz unterschiedlichen Ebenen eine sehr wichtige Funktion zu,
die sich eben nicht sozusagen in dieser älteren Position der reinen Gebärmaschine und des Kinderbekommens erschöpfte, sondern eingebunden war in dieses Funktionieren der Adelsgesellschaft. Und wenn wir uns heute also Friedrich II. Anschauen, ist es hier besonders interessant, weil, und darauf wurde ja auch hingewiesen, er als sechstes, letztes Kind, als vierter Sohn, der das Erwachsenenalter erreichte, es eben erstmal relativ unwahrscheinlich erschien, dass er als regierender Landgraf auch unmittelbar Verantwortung für dynastische Reproduktion würde übernehmen müssen und dass somit auch nicht erstmal unmittelbar im Fokus der Lebensplanung stand. Ganz typisch für nachgeborene Söhne, das haben wir hier gehört, schlug er eben den Weg einer militärischen Karriere im Dienste anderer Höfe ein, die ihn also auch weit in Europa herumbrachte und das ziemlich erfolgreich, was ihm dann ja auch posthum zu literarischem Ruhm verhalf. Aber auch für diese Mitglieder der Adelsgesellschaft waren Eheschließungen eben wichtige Türöffner in neue Netzwerke und Kommunikationsräume, wichtig vor allem für den individuellen Statuserhalt innerhalb der eigenen Herkunftsfamilie gegenüber den Brüdern im Falle Friedrichs, gegenüber dem übergeordneten Haus Hessen, aber ganz konkret natürlich auch für neue Engagements. Wir haben gehört, wie schnell sozusagen vermeintlich eine sichere Basis verloren gehen konnte für neue Engagements und Anstellungen in fürstlichen Diensten, die eben ein standesgemäßes Leben sichern konnten, das eben nicht von Natur aus oder einfach so gegeben war oder von der Herkunftsfamilie bezahlt wurde. Also hier mussten diese Söhne auch für sich sorgen und auch hier spielten eben diese Eheschließungen eine wichtige Rolle. Und da kann man natürlich fragen, wie ist das bei Friedrichs erster Ehe mit Margarete Brahe? Wie kann man diese Motivationen, Strategien, Überlegungen vielleicht einordnen? Welche Rolle spielte seine militärische Karriere unter Karl Gustav zuvor, dass er eben Kontakt in diese Kreise bekam? Welche Position hatte hier auch Margarete, Herr Tuchtenhagen? Sie haben es ja eben schon angesprochen. Innerhalb dieser schwedischen Adelsgesellschaft am schwedischen Hof, welche Machtposition hatte sie vielleicht inne? Wie würden Sie das einschätzen? Ja, also hört man mich? Ah ja. Ja, Margarete hatte eine eminent wichtige Stelle innerhalb der Adelsgesellschaft. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, sie gehörte eben zu den allerersten Familien des schwedischen Reiches der damaligen Zeit. Sie hat sich völlig frei bewegt am Stockholmer Hof und in dieser Stellung eben auch eine wichtige Stellung für viele Aspiranten von militärischen und zivilen hohen Stellen innerhalb der schwedischen Reichsverwaltung oder des schwedischen Militärapparates gehabt. Und wir wissen jetzt nicht genau, wie Friedrich sie eigentlich kennengelernt hat am Stockholmer Hof. Dazu fehlen uns einfach die Quellen. Sie sagt auch selber darüber gar nichts. Aber man kann natürlich davon ausgehen, dass Friedrich sie dort am Stockholmer Hof kennengelernt hat. Warum? Friedrich hatte ein gewisses Problem mit seiner Militärkarriere. Er hatte ja, hat der Gräf ja auch schon ausführlich dargelegt, sozusagen mehrere Chargen innerhalb der Kriegsführung inne gehabt während des Nordischen Krieges für Karl X. Gustav und in dieser Position natürlich einerseits eine Chance gesehen, das eigene Fortkommen sozusagen zu befördern, dadurch, dass man versucht, innerhalb der militärischen Hierarchie einer tatsächlich wichtigen Militärmacht der damaligen Zeit, man darf nicht vergessen, Schweden ist neben Frankreich Garantiemacht des Dreißigjährigen Krieges. Als er 1654 nach Stockholm geht und seine Dienste anbietet, ist der Dreißigjährige Krieg bzw. der Westfälische Friede gerade mal 6 Jahre vorbei. Das heißt also,
Er geht quasi jetzt geografisch und was den Rang dieser Militärmacht Schweden angeht, zu dem Land, von dem er sich quasi am meisten Rangerhöhung versprechen kann und am meisten Chancen versprechen kann, schnell aufzusteigen innerhalb des Militärs. Frankreich wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, aber da steht sozusagen das konfessionelle Argument vielleicht etwas dagegen. Und vielleicht gab es auch noch andere Gründe, die wir jetzt hier nicht erörtern brauchen. Aber Schweden ist sozusagen das natürliche Land für eine militärische Karriere einerseits. Auf der anderen Seite muss man sich auch klar machen, dass in der damaligen Zeit, wenn jemand seine Dienste angeboten hat, sozusagen im Rahmen einer fremden Militärmacht, zum Teil auch dafür selbst verantwortlich war, wie er seine Soldaten zusammenbekam, und er war auch zum Teil finanziell dafür verantwortlich. Wir wissen, dass er einen bestimmten Betrag bekommen hat, um Soldaten anzuwerben im Heiligen Römischen Reich, vielleicht auch darüber hinaus, dass dieses Geld aber nicht ausgereicht hat. Das heißt also, er hat in dieser Zeit erstmal in die eigene Tasche greifen müssen, vorauslegen müssen, und diesen Betrag wollte er nun in Stockholm zurückfordern. Gleichzeitig stand auch noch im Raum, dass er von Karl dem 10. Gustav sozusagen als Ausgleich für den Verlust seines Beines eine Pension ausgeschrieben bekommen hat von 2000 schwedischen Reichstalern. So, das heißt also, alles zusammengefasst könnte man sagen, er versucht nach Stockholm zu gehen, um dort Geld einzutreiben. Und diese Mission des Geldeintreibens war nur teilweise erfolgreich. Die 2000 Reichstaler hat er dann zugesprochen bekommen vom schwedischen Reichsrat. Einen König gab es ja nur ganz theoretisch, also der König, der damals sozusagen auf dem Papier an der Macht war, war noch ein kleines Kind. Es gab eine Vormundschaftsregierung, diese Vormundschaftsregierung hat dann diese Pension zunächst mal bewilligt, aber es war ganz klar, es hätte jederzeit passieren können, dass die auch wieder eingezogen wird, und was die Ausgaben für die Rekrutierung von Soldaten anging, war im Grunde die Situation völlig unklar. So, und jetzt kommt also Margareta Brahe ins Spiel. Man kann, ohne eine wirklich satte Grundlage in den Quellen dafür zu haben, vermuten, dass Margareta Brahe sozusagen der Entschädigungspreis dafür war, dass man mit Bargeld nicht prangen konnte in Stockholm. Und Margareta Brahe wiederum war natürlich als sehr reiche Witwe, als solche war sie bekannt, durchaus ein guter Fang, und das sollte sich dann später auch durchaus zeigen. Also der Erwerb von Gütern dann im Brandenburgischen und um den Harz herum und so weiter ist wahrscheinlich überhaupt erst möglich geworden mit Hilfe des Vermögens von Margareta Brahe. Ob er sich das quasi mit der Gelderstattung sozusagen als Ausgleich für seine Auslagen hätte leisten können, ist eine interessante Frage. Ja, das ist natürlich ein ganz spannender Punkt, und es liegt eine Frage auf der Zunge, die aber wahrscheinlich schwierig bis gar nicht zu beantworten ist, die natürlich fragt, warum. Es klingt jetzt ein bisschen nach Geschacher, wenn Margarete der Preis dafür ist, dass die schwedische Staatskasse nicht zahlen kann. Aber was ist Ihr Interesse vielleicht, auch an noch eine Ehe einzugehen? Weil als reiche Witwe hat man auch relativ gute eigene Spielräume, die man sich ja mit einer weiteren Eheschließung durchaus auch wieder einschränken könnte. Also, es gibt wahrscheinlich wenig Quellen dazu. Genau, also von ihr selber wissen wir gar nichts darüber. Ja, das müssen wir völlig offen lassen. Man könnte jetzt versuchen, indirekt
zu rekonstruieren, ob es vielleicht eine Art dynastisches, familiäres Interesse gegeben hätte, sie ins Ausland zu verheiraten, um sozusagen den Einfluss der Brahe-Familie über Schweden hinaus dann zu erweitern. Ja. Das würde ich allerdings eher verneinen. Mhm. Also wir haben einige Schriftstücke aus der Familie Brahe, aus denen hervorgeht, dass die Familie Brahe eigentlich eher daran interessiert war, dass Margareta im Land bleibt, in Schweden bleibt, damit das Geld nicht ins Ausland kommt. Mhm. Und genau das ist ja dann später auch passiert, indem sie also Friedrich als Universalerben, zumindest ihrer deutschen Vermögenstitel, einsetzt, bleibt dieses Geld dann eben auch in Hessen und kommt nicht mehr nach Schweden, obwohl es Vorstellungen gab der schwedischen Regierung damals, auch der Familie Brahe, dieses Geld wieder zurückzufordern, was aber nicht gelungen ist. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, daran kann man ganz wunderbar sehen, wie viele unterschiedliche Interessen eben nicht nur der individuellen Partner, sondern auch der Herkunftsfamilien mit ganz unterschiedlichen Perspektiven solche Eheschließungen beeinflussen. Und wir sehen eben auch, dass Lebensplanung in dieser Zeit unglaublich volatil war, dass es sehr stark abhing von fürstlicher Gunst, von Gunst- und Machtbeziehungen an den Höfen, um an entsprechende Arrangements zu kommen, das Geld auftreiben zu können, Kreditbeziehungen aufbauen zu können, um eben in Vorlage für diese militärische Karriere gehen zu können. Es gibt eine hohe Sterblichkeit und eben die Ereignisse der Zeit taten ihr Übriges. Wie kann man hier vielleicht auch diese rasche Wiederheirat, Sie hatten das schon angesprochen in Ihrem Vortrag, gerade das Trauerjahr abgewartet sozusagen, diese sehr schnelle Wiederheirat nach Margaretes Tod mit der dann eben deutlich jüngeren Nichte dieses mächtigen brandenburgischen Kurfürsten einordnen. Ist das sozusagen der nächste natürliche Hof oder Partner, an dem sozusagen eine Militärkarriere in dieser Zeit möglich ist, eine gute Rolle spielt? Sind es die schon bestehenden Beziehungen nach Hessen-Kassel? Spannend. Und nicht nach Darmstadt, sondern nach Hessen-Kassel. Spielt die Idee eine Rolle, die Holger Gräf eben angesprochen hat, mit der Bestattung Margarete Brahes doch schon wieder Richtung Hessen-Homburg zu denken? Also wir wissen wahrscheinlich wenig darüber, aber wie kann man diese schnelle Wiederheirat vielleicht einordnen? Ja, also normalerweise sagt man in Adelskreisen, wenn so eine schnelle Wiederheirat kommt, der braucht eine Mutter für seine kleinen Kinder. Das fällt ja jetzt aus. Ne? Mhm. Also das hatten wir jetzt bei Margarete Brahe ja gar nicht gehabt. Daher müssen da andere Interessen hinterstehen. Und ich denke, dass tatsächlich die militärische Karriere schon auch noch mit eine Rolle gespielt hat, im Brandenburgischen dann auch. Und da spielt dann tatsächlich auch die dynastische Verbindung einfach eine Rolle. Es wird immer der Onkel von Luise Elisabeth hervorgehoben. Ich glaube aber eher, dass es ihre Mutter war, die da mitentscheidend ihre Finger, so jetzt mal salopp formuliert, im Spiel hatte, dass sie also geguckt hat, hier, pass mal auf, Bruder, ich habe hier meine Tochter, die müssen gut verheiratet werden. Und man kriegt es ja auch zum Teil mit, wenn man die Briefwechsel der Schwestern, also sprich der Mutter von Luise und ihrer, ja sozusagen der Tante von Luise, dann in Kassel anschaut. Die sind sehr engagiert, also Hedwig Sophie in Kassel ist sehr engagiert, auch mit Eheverbindungen voranzugehen. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein entscheidender Faktor ist. Und dann kommt noch dazu, dass durch diese Verbindung nach Brandenburg einerseits, aber gleichzeitig auch mit der Heirat einer Brandenburgerin, die auch sozusagen in Kassel Verbindungen hat, dass das Ganze nochmal mit dem Übertritt zu der Konfession auch nochmal eine ganz andere politische Dimension auch bekommt. Also auch wieder dieses angedeutete weg von Darmstadt vielleicht, bewusst
weg von Darmstadt, das ja wirklich, also dieser Komplementärgegensatz Kassel-Darmstadt ist ja, ne, wir haben es gehört, 30-jährige Krieg noch nicht so lange vorbei. Das ist, denke ich, auch ein sehr selbstbewusstes Agieren auch von Friedrich II. Dann. Und dann kommt eben noch dazu, dass eben dann die Schwester in Kassel sitzt und damit natürlich auch nochmal sozusagen eine Verortung in Hessen auch stattfindet. Und dann kommt dazu, also das ist, geht ja so weiter dann auch, so werden ja dann auch die Kinder von Friedrich und Luise Elisabeth ja auch, sagen wir mal, dynastisch verheiratet. Die erste Hochzeit eines Kindes von den beiden, das ist die Charlotte nach dem Rufnamen, die wird 1672 geboren und die wird 1694 in Kassel verheiratet mit Herzog Johann Ernst III. Von Sachsen-Weimar, also jetzt mit etwas ganz anderes, ganz anderen Namen, den wir jetzt noch nicht gehabt haben. Aber das kann tatsächlich wirklich auch damit interpretiert werden, dass da nochmal auch eine politische Akzentsetzung stattfindet und auch nochmal ja im Prinzip die Kurländer Landgräfinnen sozusagen in Hessen nochmal ein bisschen enger verknüpft werden. Ja, danke schön. Vielleicht auch noch eine Frage an Holger Gräf, wie würden Sie das einordnen in diesen hessischen Bezügen und der Situierung, weil ja gerade der Übertritt zum Reformiertentum müsste ja in Darmstadt auch ein Augenbrauenheben mindestens hervorgerufen haben, oder? Und das ist ja auch eine sehr spezielle europaweite Vernetzung dann, wenn man sich eben zum Calvinismus konvertiert. Ja, das klang ja schon an. Im Grunde genommen ist diese kurländische Ehe und der Übertritt zum Reformiertentum nicht nur das Signal nach Darmstadt, wir emanzipieren uns sozusagen auch konfessionell von der Stammlinie sozusagen, sondern wir wechseln auch über in eine ja, internationale politische Aktionsgruppe, wenn man so will. Die reicht eben wirklich von Kurland über Brandenburg, Kassel bis über die ganzen nassauischen reformierten Verwandten bis in die Niederlande. Da öffnet sich natürlich dann für Friedrich II. Wirklich das Theatrum Europaeum sozusagen, wo er wahrscheinlich, als er, wenn er schon so weit gedacht hätte, 1633 bei der Geburt auf der alten Kiste nie hätte gewagt zu denken. Das ist also wirklich, ja, das Theatrum Europaeum, was damals halt hauptsächlich militärisch natürlich grundiert ist. Aber das ist sozusagen die politische Weltbühne, auf der er agiert. Ich meine, nie, das muss man sich auch klar machen, nie aus eigener Kraft, weder finanziell, ökonomisch, bevölkerungsmäßig oder gar mit eigenen Truppen. Das ist ein ganz neuzeitliches Denken sozusagen. Was hier noch zählt, ist ganz einfach einmal die Herkunft, die dynastische Herkunft durchaus. Ich meine, das Haus Hessen ist eine Hausnummer im hochadligen Europa, aber gleichzeitig eben durch seine Ehe, durch seine Militärdienste, klopft er an die Tür von den Königsschlössern in Europa. Und in Kassel klappt es ja dann auch wenige Jahre später. Ja, vielen Dank. Und ich glaube auch, dass diese Macht oder Stärke, die er hat, auf seiner militärischen Karriere basiert und für die er dann ja auch irgendwann später, das kann natürlich keiner wissen, sozusagen literarischen Ruhm erfährt, sieht man aber zeitgenössisch vielleicht auch im Tympanon, den wir vorhin noch zusammen angeschaut haben, dass dort der Hintergrund sozusagen alles militärische Instrumente sind, auf denen die Wappen präsentiert werden. Also da sieht man sozusagen, meine Stärke und Macht ist nicht die dynastische Anciennität, wie man das bei alteingesessenen Dynastien hat, sondern hier ist sozusagen der klassische militärische Prinz und Fürst, der sich hier präsentiert und eben ein Stammhaus gründet. Und damit sind wir auch schon bei einer spannenden Frage, nämlich eben dem Wandel sozusagen von dem Militärführer und dem Kämpfer dann doch zu einem Landgrafen, zu einem, der in seiner Landgrafschaft residiert, das Territorium regiert, das eben dann
nach dem kurz aufeinanderfolgenden Todesfällen seiner beiden älteren Brüder hier tatsächlich in Hessen-Homburg auch Residenz nimmt. Und er beginnt, und wir sitzen heute hier dann auch mit ganz klassischen, wenn man so möchte, barocken politischen Maßnahmen, mit Repräsentation, mit einem Residenzbau, mit Wirtschaftsförderung, mit Versuchen, Hugenotten hier anzusiedeln und eben dieses kleine Territorium, wir haben es vorhin gesehen, wie klein das wirklich und wenig Ressourcen es im Grunde hat, doch eben auch entsprechend voranzubringen. Wir haben gehört, seine dritte Eheschließung, die dann sozusagen in Homburg stattfindet, mit Sophie Sibylle, ist das auch ein dynastisches Coming Home, habe ich es genannt, mit ganz vielen Anführungsstrichen. Wir haben eben schon gehört, Sophia Sibylle ist eben auch aus der Grafenfamilie Leining-Westerburg, aus der eben auch seine Mutter stammte. Wie können wir hier sozusagen nochmal diese ganz andere Wahl vielleicht einordnen in dieses größere Geschehen? Oder was macht eben Sophia Sibylle auch attraktiv? Was brachte sie mit? Ich denke sicher, es ist eine Art von Rückkehr in seine Ausgangslebensverhältnisse, Ausgang der Dynastie, eben klar, eine Verwandte. Aber in der Wahl war wahrscheinlich zunächst auch die Absicht, für seine kleinen Kinder noch eine Mutter wieder zu bekommen. Das brauchte man ja, der Jüngste war 1,5, das war bestimmt ein Grund. Früher hat die Literatur immer gesagt, ja, er suchte eine Pflegerin für sein Alter, was aber, ja, wurde so gesagt, aber ganz und gar war es ja nicht, denn immerhin, er war 58, sie war 35, also quasi wie eine Umkehr, fast eine Umkehr mit der ersten Ehe, mit den Altersverhältnissen. Aber immerhin, sie haben noch 3 Kinder bekommen, also er war wohl doch noch nicht so ganz gebrechlich, und von denen natürlich leider nur einer überlebt hat, aber es war sicher ein Grund. Das zweite eben die schon Bekanntschaft mit der Dynastie. Ich hatte ja gesagt, er hat sehr genau gewusst über die Heiratsüberlegungen und Heiratsverträge zwischen seinem Vater Friedrich I. und seiner Mutter Margarete Elisabeth. Das war ihm alles bekannt. Hier möchte ich noch einen kleinen Einschub machen. Diese Ehe von Friedrich I. und Margarete Elisabeth war wohl wirklich eine Liebesheirat, denn er hat sie irgendwo auf einer Jagd kennengelernt und sich sofort mit ihr verlobt, ohne seinen älteren Bruder zu fragen, was der natürlich nicht so gut fand. Er hat sich aber dann mit einverstanden erklärt. Das war jetzt nur so ein Nebenaspekt zur Liebesheiratmöglichkeit auch. Und dass Friedrich II. Dann 1691 sich wieder hierher auf Homburg konzentriert hat, das hängt auch, also ich würde sagen, dass dieses Zeichen der Heirat einer bodenständigen Familie eben auch ein Teil seiner Rückkehr nach Homburg ist, und dass er dann eben hier sich um seine Herrschertätigkeiten gekümmert hat, Wirtschaftsförderung, Saline, Glasmanufaktur, alles dieses, und dazu kommt dann noch auch die Hugenottenaufnahme. Also das sind jetzt die Tätigkeiten für sein kleines Hessen-Homburg. Mhm. Dankeschön. Dazu? Ich will jetzt das Konzept nicht durcheinander bringen, aber ein Gedanke noch, wir haben jetzt auch immer wieder geredet, welche Rolle spielen Emotionen bei der Partnerwahl. Du hast jetzt gesagt, der Vater hat tatsächlich eine Liebesheirat gemacht, wo ich seit 20 Jahren, wo ich mich mit Friedrich immer wieder mal beschäftige, frage, wie kann man diese Beziehung Margarete Braas auch jenseits der reinen Geldheirat eventuell noch erklären? Ich glaube, letztendlich nur ex negativo, aber da würde ich Ihren euren Eindruck erbitten. Man muss sich klar machen, der 28-jährige Kriegsinvalide heiratet eine 58-jährige Witwe, die reichste Witwe Schwedens, Geldheirat abgehakt, muss man nicht drüber nachdenken. Aber dann kommt eben dieser Fakt, die beiden ziehen nach Weverlingen, leben da 8 Jahre, soweit wir wissen,
sehr oft zusammen. Also er ist nicht groß auf Reisen, sie ist nicht groß auf Reisen. Ich weiß nicht, ob Sie Wewerling kennen, wenn man sich das dann im 17. Jahrhundert vorstellt. Das bebende Leben war da nicht. Ich glaube, da konnte es ziemlich schnell langweilig werden. Wir haben aber in diesen 8 Jahren kein einziges Indiz einer Liebschaft von Friedrichs, wie er grundsätzlich, glaube ich, überhaupt nicht. Es gibt keine illegitimen Nachkommen, es wird nicht berichtet über irgendwelche Streitigkeiten und. Was kann dann eine mögliche Antwort sein? Ich hatte es bei meiner Anführung angedeutet, die dominante Mutter, also ich bin kein Psychologe, um Gottes Willen, aber ich halte es nicht für unwahrscheinlich, wobei das jetzt nicht eine große welthistorische Frage, die wir beantworten müssen, aber ich halte es nicht für außergewöhnlich, dass er wirklich zu dieser schwedischen Gräfin ja auch sowas wie eine Ersatzmutter gefunden hat, also eine mütterliche Freundin oder wie auch immer man das nennen will. Weil das ist für die Zeit wirklich ungewöhnlich. Ich meine auch fürs Haus Hessen, ich meine illegitime Kinder gehören da ja eigentlich fast zum Standard, aber bei ihm ausgerechnet nicht. Auch nicht in dieser ja nicht so ganz gewöhnlichen Situation. Bitte. Ja, also es ist natürlich eine gewisse Linie, die sich auch durch Margaretes Leben ja zieht. Ich hatte es ja gesagt für Johann Oxenstierna schon, der war im Grunde auch so ein junger Spund, sage ich jetzt mal, der sich in eine ältere, aber sehr einflussreiche, sehr vermögende Frau verliebt hat. Ich glaube, das kann man tatsächlich sagen in diesem Fall. Dafür haben wir auch genug Zeugnisse. Das heißt also, Margareta Brahe muss schon irgendetwas ausgestrahlt haben, was eine gewisse Faszination auf jüngere Männer ausgeübt hat. Und das mag dann vielleicht eben auch bei Friedrich der Fall gewesen sein, ob das jetzt sozusagen der Mutterkomplex ist oder ob es andere Gründe sein mögen. Schwer zu diskutieren im Nachhinein. Es gibt auch so ein paar andere Indizien, die man, sagen wir mal, ein bisschen ambivalent interpretieren könnte. Man könnte auch sagen, Friedrich war einfach ein anständiger Mensch, weil er keine Affären hatte. Aber vielleicht gab es auch eine gewisse Faszination, die ihn sozusagen bei ihr hat bleiben lassen. Ja. Also das Indiz sozusagen, dass wir wenig wissen über Skandale oder über illegitime Beziehungen und so weiter, würde ich jetzt noch nicht unbedingt quasi im Resultat als ein Beweis für eine Liebesbeziehung hernehmen wollen, aber zumindest spricht es dafür, dass diese Beziehung einigermaßen gut funktioniert hat. Was man weiter sagen kann, ist, dass es ja bei der Heirat der beiden ohnehin schon einen Skandal gegeben hat. Es gab ja einen Mitbewerber, den, jetzt habe ich den Namen vergessen, Dillingen, genau, Nassau. Ja, genau, Nassau-Dillingen, auch sozusagen einen älteren, nicht ganz so anständigen Menschen mit 17 Kindern. Und einen, der wohl auch in Geldnöten war und sich sozusagen gerne auch des Geldes von Margareta Brahe bemächtigt hätte, der hat ihr einen Antrag gemacht, war eigentlich auch davon ausgegangen, dass sie völlig damit einverstanden war, was absolut nicht der Fall war. Da haben wir sogar direkte Zeugnisse von ihr, dass es sie ekele, mit diesem Mann eine Ehe einzugehen. Jedenfalls hat er dann versucht, diese Heirat mehr oder weniger auf diplomatischem Wege auch noch zustande zu bringen, schwedische Staatsmänner eingeschaltet und dergleichen mehr. Ich möchte jetzt hier nicht ins Detail weitergehen. Jedenfalls hat das dazu geführt, dass Margarete dann relativ schnell sich für Friedrich entschieden hat. Vielleicht war das auch eine Art Flucht vor dieser drohenden Ehe. Und Friedrich selbst hat dann auch eine Verteidigungsschrift für seine neue Frau geschrieben, die auf europäischer Ebene an den europäischen Höfen durchaus kursierte, bekannt war und auch dazu geführt hat, dass es hier sozusagen sowohl einen Rechtsstreit wie auch einen Rang oder beziehungsweise einen
wie soll ich sagen, einen Streit quasi über die, sagen wir mal, Stellung der beiden Ehepartner innerhalb der Anständigkeitsskala des europäischen Adels gegeben hat. Ja, das ist so ein Indiz, wo man sagen könnte, da hat also der Landgraf tatsächlich sich auch eingesetzt für diese Ehe über die materiellen Dinge hinaus. Später gibt es dann auch nochmal Vorwürfe, Gerüchte, er würde seine Frau schlecht behandeln, denen ist er dann auch nochmal entgegengetreten, versucht sich besonders in Schweden zu verteidigen und zu sagen, das sei also alles Unsinn und er führe eine ordentliche Ehe. Und dann eben dieses letzte Indiz, was man vielleicht ins Feld führen könnte, dass Margareta dann ihn zum Universalerben einsetzt mit der Begründung, und das ist jetzt also fast wörtlich, ich kann es nicht ganz wörtlich zitieren, für die erwiesene Treue, die ihr Ehemann ihr stets erwiesen habe. So, ob man das jetzt als sozusagen Liebeszeugnis werten möchte oder ob das einfach nur die Aussage ist, also er hat sich anständig benommen, das möchte ich Ihnen überlassen. Ja, bitte. Dazu möchte ich nur gerade etwas aus seinem Testament zugunsten von Sophia Sibylla zitieren, wo es ungefähr ähnlich erscheint. Sie habe auch immer brav für seine Kinder gesorgt, ihm auch immer Ehre erwiesen. Man weiß natürlich nicht ganz genau, ob das eher eine Floskel war oder ob das, inwieweit das jetzt tatsächlich so gemeint war. Das war nur ein Vergleich. Das bringt uns aber, ich glaube, das sind ganz, ganz spannende Punkte, weil sie uns mitten sozusagen in das Kerngeschäft auch der Forschung und der Wissenschaft zu dieser Zeit bringen. Denn genau die Frage, was ist eine Floskel, welche Sprache wird überhaupt benutzt, was bedeutet die im 17. Jahrhundert, die uns erstmal vielleicht nicht mehr zu erschließen ist, aber es war, Margarete Brahe musste ihn ja nicht als Universalerben einsetzen. Sie hat Testierfähigkeit, hätte das auch anderweitig vererben können. Also da gibt es dann schon eine bewusste Entscheidung dafür. Und das bringt uns, glaube ich, genau in diese Frage, wie geht man oder welche Basis haben wir eigentlich in den Quellen, in der Forschung, solche Fragen zu adressieren, diese Fragen nach Emotionalitäten, die ja immer wieder auch gerade das öffentliche Interesse vielleicht finden, beziehungsweise wenn wir uns populärkulturelle Darstellung finden, dann ist es eben immer die große Liebesheirat, völlig unerwartet, entgegen sozusagen den Möglichkeiten der Zeit, oder aber alle todunglücklich. Und wir sehen, dass hier oft eben immer noch dieses bürgerliche Verdikt des 19. Jahrhunderts eine ganz große Rolle spielt, die ja gerade sozusagen auch in den Geschichtswissenschaften zunächst eben diese aufklärerische Adelskritik aufgenommen haben und in diesen arrangierten Fürstenehen, wir haben jetzt ja gehört, was die unterschiedlichen Motivationen und auch Notwendigkeiten waren, damit sozusagen dieses ganze gesellschaftliche und politische Gefüge funktioniert, die eben diese arrangierten Fürstenehen als Zwangsjacke für Unglück sozusagen all dieser fürstlichen Ehepartner gesehen haben, kritisiert haben, um eben dieses neue Ideal der bürgerlichen Liebesheirat umso strahlender scheinen lassen zu können. Aber jüngere Forschungen haben eben gerade gezeigt, dass bei der Partnerwahl auch unter fürstlichen und hochfürstlichen Familien oder Paaren eine Liebesheirat durchaus durchgesetzt wurde und möglich war. Wir haben es eben von Friedrich dem I. und seiner Frau gehört, und es gibt aber auch viele weitere Beispiele, in denen dann eben sozusagen das politische oder strategische Kalkül hintangestellt wurde. Genauso wissen wir natürlich von, heute würden wir vielleicht sagen, sehr toxischen Beziehungen, die also völlig
in die Brüche gegangen sind, auch politisch großen Schaden angerichtet haben, wie Philipp von Oranien und Anna von Sachsen zum Beispiel, oder wo es eben gar nicht funktioniert hat, genauso wie wir von sehr vielen Ehen wissen, wo beide Partner eben aus strategischen Gründen verheiratet wurden, es sich aber trotzdem eine tiefe emotionale Beziehung entwickelt hat, wie bei Karl dem V. und Isabella von Portugal, oder die eben ein Arrangement gefunden haben, ihre Aufgaben jeweils gemeinsam zu erfüllen, zu besprechen und es auch als erfüllend und zufriedenstellend entsprechend wahrzunehmen. Aber das ist natürlich total schwierig. Welche Quellen haben wir? Wie weit können wir solche Aussagen wirklich treffen? Wo sind hier auch die Grenzen der Wissenschaft, auch im Verständnis sozusagen, was solche Emotionen, was bedeutet es, meine Engelsdicke zu sagen im 17. Jahrhundert? Was sind Kosenamen? Wie werden Kosenamen benutzt? Was bedeutet, also wie weit kann man hier überhaupt gehen? Ich glaube, das sind ganz spannende Fragen, die auch nochmal einen Blick darauf werfen, wie schnell man sozusagen vielleicht Kurzschlüsse auch zieht und gerne Dinge sehen möchte, für die wir dann aber vielleicht in den Quellen doch nochmal sehr, sehr kritisch gucken müssen. Das geht so an alle vier. Und ich sehe schon zwei Mikrofone direkt neben mir. Gerne Eva Bender und dann Barbara Döhlemeier. Also ich denke, das Problem, wir haben ja immer die Überlieferungsfrage erstmal. Und da haben wir ja eben schon mal das 19. Jahrhundert angesprochen, dass gerade in der Interpretation der Archivare damals dann oft gedacht wurde, naja Gott, was die Frauen geschrieben haben, das kann man wegwerfen. Da wird dann irgendwie Korrespondenzen werden nicht aufgehoben von Prinzessinnen, die nicht verheiratet worden sind zum Beispiel, die auch eine Rolle gespielt haben. Das ist wirklich ein Problem. Wie geht man mit der Begrifflichkeit um? Ne? Also das heißt, dieses Floskelhafte, meinetwegen, ihr wurde viel Ehre zugetan oder ihm wurde viel Ehre entgegengebracht. Das ist natürlich eine Floskel, das bedeutet aber in dem Moment tatsächlich was. Also wenn keine Ehre vermittelt worden ist, wird nicht von Ehre gesprochen. Also es sind Kernbegriffe, also auch im Zeremoniell und im höfischen Umgang. Umgekehrt dann wiederum, wenn man dann, was weiß ich, so familiäre, ja, Kosenamen findet, ja, also wenn man, ne, wir sprechen immer vom alten Fritz, ich glaube jeder, der Friedrich hieß, wurde Fritz genannt, ich weiß nicht, wie ist es hier mit Friedrich dem II., wurde der auch Fritz genannt, keine Ahnung, also ich könnte es mir vorstellen, ja, denn wenn man sich die Kinder von Landgraf Karl, die ich ein bisschen besser kenne, dann anschaut, da wurde auch nur von Fritz gesprochen und die Marie-Louise war die Mieze, also das, ja, und ich bin überzeugt, dass Georg Schorsch war, also ja, das ist, findet man natürlich nicht so, aber da ist natürlich auch eine Emotionalität durchaus vorhanden, ja, also nicht einfach nur eine Reduktion. Genau, ja, also wenn es Briefe gibt, ist es natürlich gut, ist aber leider in vielen Fällen nicht der Fall, Tagebücher natürlich, Lebenserinnerungen, die eben von Sophia Sibylles Stiefsohn Kasimir Wilhelm sind sehr, sehr lustig zu lesen. Manchmal schimpft er sie Maratro, das heißt Stiefmutter, Rabenmutter. Manchmal gibt er aber auch zu, dass sie sich gut um seine Erziehung gekümmert hat und ihn von den bösen Dingen wie Venus et Diane abgehalten habe und solche Dinge. Also das sind dann wieder durchaus klare Aussagen, weil man weiß, sie sind nicht für die Nachwelt wahrscheinlich geschrieben. Das wären direkte Quellen und eine ganz andere Quelle, auch aus Friedrichs Familie, aber eine Generation später. Eine seiner Töchter, Hedwig Luise, ist zuerst im Stift in Herford gewesen und ist dann mit dem Herrn Schlieben durchgegangen. Also ich würde darauf schon auf eine gewisse Liebesbeziehung schließen wollen. Das wäre die praktische Seite. Dankeschön. Das sieht auch nach einem Beitrag aus. Ja, die Fragen sind natürlich spannend und man würde ganz gern immer mal so hinter den Vorhang vom Himmelbett gucken. Aber ich denke, was wir uns auch klar machen müssen, dass Liebe, Emotionalität, Zärtlichkeit nicht unbedingt, also jetzt gehe ich auf ganz dünnes Eis, aber nicht unbedingt per se als anthropologische Konstanten gelten dürfen. Ich meine, man muss sich klar machen, Emotionalität hat auch was mit bestimmten Werten zu tun, die einem als Kind widerfahren,
Zärtlichkeitserfahrung, wie auch immer, wie geht man eben mit dem allgegenwärtigen Tod um, etc., etc. Ein Beispiel, das sind nur drei Zeilen, keine Sorge, ich mache jetzt keine Lesung aus der Schrift, die eben dieses Spannungsverhältnis zeigt in dem emotionalen Empfinden von Friedrich II., ist ein Brief, den er eben an seine Engelsdicke schreibt, nach der Schlacht von Fehrbellin 1675. Er berichtet erst, dass sie eben die fliehenden Schweden nicht weiter verfolgen konnten, weil wir mussten nun hierum stille liegen, damit die armen Pferde nicht gar krepierten. Denken, ach wie nett. Aber weiter berichtet er dann an seine Gemahlin, wir haben die Verfolgung aufgegeben und nun alles vorbei gewesen. Nachdem alles vorbei gewesen, haben wir auf der Waldstadt, also auf dem Schlachtfeld, da mehr als 1000 Toten um uns lagen, gegessen und uns brav lustig gemacht. Da fragt man sich schon, wie es um die Emotionalität von dem Guten bestellt. Also für uns heute ist da was schief. Mhm. Ich habe keine Lösung, aber gut. Ja, ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt, weil eben die Ausdrucksform, was man mit diesen Begriffen verbindet, etwas ganz anderes kulturell Differentes ist, und das zu greifen ist eben sehr, sehr schwierig, und deswegen sind auch solche Beurteilungen dann nochmal schwierig. Aber Herr Tuchtenhagen. Ja, also ich bin ganz froh, dass Sie dieses Zitat gerade gebracht haben. Was ich sagen wollte ist, wir sind im 17. Jahrhundert, das ist noch nicht das Zeitalter der Sentimentalität, Es ist noch nicht das Zeitalter sozusagen der persönlichen Briefe und all das, was dann so kommt im 18. Jahrhundert, sondern wir sind in einem Zeitalter, wo fast permanent Krieg ist in Europa und wo Emotionalität etwas ist, was man sich eigentlich gar nicht leisten kann. Ja, wir haben ständig Todesfälle, wir haben ständig wechselnde Ehebeziehungen auch. Kein Mensch weiß, wenn ich heute heirate, ob mein Ehepartner dann in 2 Jahren noch leben wird. Man stellt sich auch schon quasi darauf ein, dass der Ehepartner verschwinden wird, dass man dann vielleicht eine zweite und eine dritte und vielleicht auch vierte und fünfte Ehe noch eingehen wird und all diese Dinge. Und das kann ich mir vorstellen, lässt natürlich auch die Emotionalität, die persönliche Emotionalität einfach verkümmern, oder man lässt sich gar nicht erst zu. Ich will ein Beispiel gerne nennen von Margareta Brahe, wo sie möglicherweise gelernt hat, ihre Gefühle, wenn sie da waren, zu unterdrücken. Das war sicherlich der Moment, wo ihre Chefin sozusagen, Maria Eleonora von Brandenburg, mit dem Tod ihres Gatten, Gustav II. Adolf, 1632 konfrontiert war. Und es gibt nicht so sehr von ihr selbst, aber von Mitgliedern des schwedischen Hofrates eine ganze Reihe von Berichten darüber, wie sich die schwedische Königin damals benommen habe. Sie sei hysterisch gewesen, sie habe ihre Gefühle nicht im Griff gehabt, sie sei zerflossen und sei völlig unfähig gewesen, sozusagen das öffentliche Leben überhaupt noch wahrzunehmen. Margareta Brahe ist zu der Zeit ihre Hofdame, ist der Chef sozusagen ihres Hofstaates und hat das sicherlich ganz genau mitbekommen, was da passiert ist. Jetzt sollte man diese Berichte des schwedischen Reichsrates nicht so ernst nehmen, weil gleichzeitig es ja auch in dieser Zeit um die Frage ging, wer übernimmt die Macht nach Gustav Adolf in der schwedischen Regierung. Und da brachten sich natürlich diese Reichsräte schon in Stellung. Und es führte letztlich auch dazu, dass Maria Eleonora dann sozusagen aus dem Kreis der Vormundschaftsregierung ausgeschlossen wurde. Also man kann sozusagen diese Äußerungen auch als strategische Äußerungen durchaus kennzeichnen und nicht so sehr als ein Statement über die Gefühlslage der Königin. Aber es zeigt eben trotzdem, dass man sich einerseits ständig bewusst ist als Mitglied des Hohen Adels oder auch des Königshauses, dass wenn man einen Brief schreibt, wenn man etwas sagt, man stets in der Öffentlichkeit steht und dass dieses Statement ständig interpretiert wird von irgendjemand. Das heißt also, man muss sich wirklich sehr vorsehen, was man sagt, und man wird sicherlich nicht über die eigenen Gefühle sprechen. Hm.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger und spannender Punkt, das auch noch mal deutlich zu machen, dass es natürlich immer in der Sichtbarkeit um Contenance geht. Ja, die Contenance zu bewahren, das gehört zum höfischen Ideal. Es ist überlebensnotwendig in diesem Gespinst aus, vielfach eben Intrigen und Machtspielen am Hof, um Einflussnahme, diese zu wahren, zu dissimulieren, die Gefühle nicht zu zeigen. Und es gibt eben, das ist ein wunderbares Beispiel, dass es dann benutzt wird, dass man eben sozusagen nicht die Kapazitäten hat, sozusagen diese Aufgaben wahrzunehmen, wenn man diese Gefühle zeigt. Und wir gleichzeitig aus ganz anderen Kontexten in Ego-Dokumenten sehr wohl sehen, dass so etwas wie Trauer, Wut, Aggression, es geht ja bei Emotionalität nicht nur um Liebe, das ist irgendwo greifbar, aber da ist die Quellenkritik und das, was man in den Quellen greifen kann, in welchem Kontext sie stehen, eben extrem schwierig einzuordnen in diesen vielen Dingen und damit eben auch die Frage, was sind Liebesheiraten oder vielleicht arrangierte Ehen und wer war unglücklich oder nicht. Also hier haben wir ganz, ganz fundamental eben auch sehen wir, wie schwierig es ist, mit der Quellenkritik solche Fragen zu beantworten. Aber ich mache mal Quellenkritik mit meiner Uhr und sehe, dass Sie schon 2 Stunden uns zuhören und Sie sollen natürlich auch noch Ihre Fragen an uns loswerden dürfen. Deswegen würde ich das gerne öffnen und bitten, wer im Saal, wer uns auch online zugeschaltet ist, gerne Ihre Fragen an uns zu formulieren. Gar nicht. Ich bin zunächst außerordentlich dankbar und richtig froh, dass hier Margareta Brahe außerordentlich häufig erwähnt worden ist. Denn ich glaube, diese wichtige Frau, nicht nur für den Landgrafen, sondern auch dann für Homburg, vielleicht auch für das Schloss, aus finanziellen Gründen, ist hier noch, glaube ich, im kollektiven historischen Bewusstsein noch gar nicht so richtig angekommen. Und es könnte sein, dass das jetzt hier so ein Wendepunkt ist. Ich bin hier Schlossführer und weiß, dass in der Regel die Homburger und oder also zu, um die geht, andere müssen es nicht wissen, aber dass auch die Homburger oft mit Margareta Brahe überhaupt nichts anzufangen wissen. Dann bin ich sehr traurig, dass wir gar nicht wissen jetzt auch, warum Margareta Brahe unseren Landgrafen geheiratet hat. Also es deckt sich auch mit meinen Recherchen, dass man darüber eigentlich nichts Genaues weiß. Und auch der letzte schwedische Historiker, der darüber mal geschrieben hat, indirekt, also Svante Nurjem, weiß sich auch nicht anders zu helfen, als dass er sagt, die Dame hatte eine Vorliebe für jüngere Männer und wollte, also Johann war ja auch schon 11 Jahre jünger, ist ja auch schon erwähnt worden, und möglicherweise, dann kam noch hinzu, dass sie vielleicht einen Reichstitel haben wollte, ne? Aber das befriedigt vielleicht nicht wirklich. Ne? Meine Frage war jetzt noch, welchen Einfluss haben die finanziellen Mittel der Margareta Brahe via Landgraf auf den Bau dieses Schlosses? Hat jemand eine Antwort auf die sehr konkrete Frage? Ich kann probieren, sozusagen die Antwort zu beginnen und vielleicht kann dann jemand fortsetzen. Wir haben ja gehört, Margareta Brahe brachte viel Vermögen in die Ehe mit ein. Das ist das eine. Das andere ist, sie war eine sehr reiche Witwe, aber keine sehr flüssige. Das heißt also, ein Großteil des Vermögens war eigentlich gebunden in Gutsbesitz, in verschiedenen Gebäuden, Schlössern und so weiter, die sie besaß. Die meisten davon auf dem Gebiet des Schwedischen Reiches. An die kam man jetzt als hessischer Landgraf nicht direkt dran. Gleichzeitig wissen wir aber, dass er offenbar es geschafft hat,
sie dazu zu bringen, einen Teil ihres Grundbesitzes in Schweden zu flüssigem Geld zu machen. Und damit konnte dann investiert werden. Was davon genau hier ins Schloss geflossen ist, das vermag ich allerdings nicht zu sagen. Dankeschön. Er hat auch 1668 einen Vertrag mit seinen Darmstädter Verwandten gemacht, eine gewisse Kapitalisierung seines Gelddeputats erreicht. Das wird immer vergessen, wenn man darüber redet, wovon das Schloss gebaut worden ist, denn da sind sicher mehrere Mittel, einmal möglicherweise von der Brahe, einmal aus dieser Kapitalisierung der Deputate und auch wahrscheinlich aus der kurländischen Mitgift. Also es ist sicher nicht nur eine Quelle. Ja, vielen Dank dazu. Also ich kann die Frage auch nicht beantworten, das gleich vorab, aber der Umgang mit Margarete Brahe im historischen Gedächtnis Homburgs ist symptomatisch. Wir haben dann einen zweiten Fall in Hessen, die zweite Frau Landgraf Ludwigs IV. Von Hessen-Marburg, eine Gräfin Mansfeld, die auch völlig in Vergessenheit geraten ist. Die ist in Marburg, wird in wenigen Zeilen erwähnt. Selbst in Christoph von Rommels großer hessischen Geschichte wird sie dann mal geschwind ein paar Jahre, ich weiß jetzt gar nicht, jünger oder älter gemacht, damit es nicht ganz so peinlich ist. Und ich glaube, Ähnliches wird mir für Margarete Brahe auch feststellen müssen. Wo man das dann sieht, ist das noch nach dem Zweiten oder nach dem Ersten Weltkrieg. Nee, ich glaube nach dem Zweiten Weltkrieg. Ihr Nachlass, der während ihrer Ehe mit Friedrich entstanden ist, lag im Staatsarchiv in Darmstadt. Und den hat man dann als Margarete Brahe-Sammlinger sozusagen als gute Geste dem Reichsarchiv in Stockholm geschenkt. Und da liegt es nun. Also auf nach Stockholm. Noch eine Meldung hier vorne. Ja, vielen Dank, Maya aus Bad Homburg. Ich wollte noch mal nachfragen zum Heiraten als Politik und als Element dynastischer Beziehungen und Türöffner. Ich fand das ganz spannend, das Spannungsfeld zwischen diesen Schlagworten Theatrum Europaeum einerseits und Homecoming andererseits, was ich aber gar nicht so sehr als Gegensätze, sondern komplementär begreifen würde. Wenn ich jetzt in dieses dynastische Geflecht von Friedrich II. Nicht nur seine drei Frauen, sondern noch die Generation seiner Kinder einbeziehe, deren Ehen er ja teilweise noch verhandelt hat, dann scheint es mir so zu sein, dass dieses Theatrum Europaeum überhaupt keine Fortsetzung findet. Also diese Beziehungen, die nach Kurland, nach Schweden angeknüpft werden. Der Erbprinz wird bezeichnenderweise nach Darmstadt, beziehungsweise die Braut für den Erbprinzen wird aus Darmstadt geholt, also somit weg von Darmstadt, so viel ist dann auch nicht. Und dann gibt es Nassau, Solms, also da bewegt man sich dann in der Folge ja ganz sozusagen im Nahbereich, wenn man so will. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie interpretieren wir das? Könnte man sagen, na gut, diese Ehen mit Kurland, Brandenburg und der Brahe, die wirken so nachhaltig, sowas braucht man nur alle paar Generationen? Oder muss man dann sagen, naja, offenbar ist es nicht gelungen, in den Netzwerken, in die man reinkommen wollte, Fuß zu fassen, sodass man dann doch wieder nur auf die Wetterauer Grafen zurückgreifen musste? Auch eine Frage an alle. Ja. Was dran? Was Darmstadt betrifft, muss man aber auch immer wieder bedenken, es gab ja drei Heiraten zwischen Homburgern und Darmstädterinnen. Das waren immer wieder Versuche, den Krach mit der Verwandtschaft etwas abzumildern. Und jedes Mal, wenn ein Homburger eine Darmstädterin geheiratet hat, ging es eine Zeit lang gut, aber dann war es wieder, kamen die alten Streitigkeiten wieder zutage. Aber generell die Wetterauisch, also Nassau, und dass diese Heiraten sind sicherlich dieses Coming Home. Dann in der nächsten Generation im 19. Jahrhundert geht es ja dann wieder in die früher reichsfürstlichen, also die thüringischen Herzogtümer und dann sogar bis nach Preußen. Das war dann so wieder, das war dann der letzte große Sprung, Marianne
Preußen. Ja, ich denke auch, dass die Beziehungen, die hier im Wetterauer Bereich sind, also wirklich zur Fundamentierung der Landesherrschaft auch gedient haben, dann einfach auch um die lokalen Beziehungen und Netzwerke doch noch mal ein bisschen zu aktivieren und eben dann auch entsprechend vielleicht mögliche Zugewinne territorialerseits auch mit damit zu verbinden. Man muss halt immer genau gucken, wann wird welche Ehe geschlossen. Und deswegen habe ich ja vorhin gesagt, dass eben diese erste Ehe der ältesten Tochter, dass die in Kassel geschlossen ist, die ist wirklich noch in diesem Kontext dieser Ambitionen der dynastischen Beziehungen innerhalb des internationalen calvinistischen Systems auch zu sehen dann auch. Und auch wenn jetzt Sachsen-Weimar nicht calvinistisch ist, aber das ist eine Geschichte, die über Kassel läuft. Und da denke ich, ist das immer, muss man genau gucken, immer auch was für Projekte überhaupt in Erwägung gezogen werden. Man guckt immer genau erstmal, der hat die geheiratet oder die hat den geheiratet. Man sollte halt immer bei all solchen frühneuzeitlichen Sachen immer auch schauen, was ist eigentlich ursprünglich projektiert gewesen. Und was ist bei rumgekommen? Das ist aber auch immer eine Quellenlage. Ja, es gibt noch eine weitere Meldung und vielleicht auch von meinerseits eben die Ergänzung, dass die, was Eva Bender eben auch gesagt hat, dass man, wenn man schaut, welche Ideen eben auch gescheitert sind, ja, man nicht immer nur guckt, was hat am Ende geklappt, sondern welche Ideen, welche Projekte sind eigentlich gescheitert, dass da manchmal auch sehr viel Zufall dabei ist, sehr viel unmittelbare, konkrete Zeitläufe und es eben vielleicht nicht so sehr darum ging, ganz breit diese Bündnispolitik zu machen, sondern wirklich, was ich meinte, Kommunikationskanäle offen halten, weil man nie wusste, wie sich die Dinge entwickeln. Und deswegen auch immer wichtig, glaube ich, Darmstadt. Man war ja miteinander verbunden und es war immer gut, sozusagen zumindest einen Draht zu haben, der hoffentlich funktioniert. Aber wir haben noch eine Wortmeldung, Herr Tuchtenhagen. Frau Bechler und dann noch eine Frage aus dem Publikum. Ja, ich wollte kurz noch, weil Sie sagten, Zufall in den Eheverbindungen, ein Wort zu Schweden sagen. Also ganz zufällig war es nicht, dass es in Schweden nicht weiterging. Man hätte sich ja jetzt theoretisch denken können, gut, jetzt also die Ehe mit Margareta Brahe ist zu Ende, jetzt guckt man vielleicht nochmal in Schweden oder man guckt für die Kinder nochmal in Schweden nach, ob man da nicht neue Verbindungen eingehen kann. Aber man muss sich dann eben auch klar machen, als Margareta Brahe stirbt, gibt es eine gewisse Veränderung auch in Schweden. Das eine ist, dass die Brahe-Familie sozusagen auf dem absteigenden Ast ist, die existiert natürlich weiter, existiert sogar bis in die 1930er Jahre noch, aber sie spielt eben keine zentrale Rolle mehr in Schweden im Zusammenhang mit der Regierung. Da gibt es jetzt andere Adelsfamilien, die sich in den Vordergrund drängen. Das sind die Wrangels, die Uxenschernas ein bisschen auch noch, die de la Gardies und verschiedene andere, die jetzt plötzlich das Sagen haben, also da sozusagen wäre es nicht weitergegangen. Und das andere ist, dass sich jetzt nach Karl dem 10. Gustav, der ja auch schon aus der pfälzischen Dynastie stammte, diese pfälzische Dynastie sich da sozusagen festsetzen kann. Und es ist sozusagen noch eine interessante Frage, die ich jetzt momentan gar nicht beantworten kann, sozusagen wie das Verhältnis Hessen-Pfalz eigentlich gewesen ist und was das eigentlich für den Fortgang der dynastischen Verhältnisse in Schweden bedeutet hat. Keine Frage, aber nochmal an die Anmerkung, bisher war Margarete Brahe und auch die anderen wenig im Fokus. Dieser Abend, diese Beiträge sollen publiziert werden, sodass wir das als Auftakt zu diesen Forschungen verstehen. Natürlich kann man jetzt nicht gleich noch die Stockholmer Archive stürmen, aber das ist ein Auftakt, um überhaupt das Licht auf diese Damen und wie wir heute gesehen haben in diesem Theatrum Europaeum wichtig für Homburg zu werfen. Danke. Wir hatten noch eine letzte Meldung. Ja. Ich würde sammeln, falls noch jemand anderem was ganz dringend unter den Nägeln brennt, bitte jetzt melden.
Okay, Wegmann. Dann haben Sie das letzte Wort. Quasi. Ja, ich bin Herr Wegmann, auch Schlussführer. Ich habe eine Frage und zwar zur zweiten Frau, zur Luise Elisabeth von Kurland. Und zwar ein Aspekt würde mich interessieren. Sie hatten ja vorher erwähnt, dass sozusagen die Mutter als auch die Tante maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Hochzeit zustande kommt. Ja. Aber was für ein Interesse hat das Haus Kettler gehabt, sozusagen die älteste Tochter der Familie an, ich sage jetzt mal, einen, ich möchte es jetzt nicht degradieren, aber an einen Prinzen zu verheiraten, der aus einer Seitenlinie stammt, der jetzt nicht unbedingt die prominenteste Familie ist, sozusagen im Reich, gehört zwar zu einer der prominenten Familien an, aber doch nicht sozusagen ein selbstständiges Fürstentum hat und jetzt nicht, sage ich mal, ein großes Herzogtum oder so. Ja, ist durchaus berechtigt, aber ich glaube, dass das wirklich hier in diesen Kontext zu stellen ist, dass einfach die Situation einfach auch in Kurland so war, dass man versucht hat, sich andersweitig zu orientieren und durch die Brandenburger, die ja durchaus, sagen wir mal, auf einem aufsteigenden Ast waren, also der Trend war ja absehbar und hat ja dann am Schluss in der Krönung kulminiert dann auch. Und eben auch die Ambition dann mit einem anderen Haus, was sehr prominent auch war. Es ist ja auch Hessen nicht zu verachten, auch wenn es jetzt nicht direkt Hessen-Kassel oder so, sondern nur Hessen-Homburg in Anführungsstrichen natürlich ist. Da spielt doch, wie soll man sagen, das Renommee der Dynastie doch, glaube ich, auch eine große Rolle, die wir vielleicht nicht ganz so nachvollziehen können, wie es vielleicht im 17. Jahrhundert durchaus auch von Bedeutung gewesen sein kann. Ne? Und dann kommt noch dazu, dass eben diese militärische Ausrichtung zu der Zeit vielleicht noch von Friedrich II. Dann mit eine Rolle gespielt hat, denn tatsächlich sind natürlich auch nicht nur die Brandenburger erfolgreiche Feldherren, sondern auch die Kassler haben durchaus auch militärische Ambitionen gehabt, die schon damals, also später erst recht, aber damals dann durchaus auch zum Tragen gekommen sind. Dankeschön. Dann sind wir mit der Diskussion auf dem Podium und mit dem Publikum für heute Abend an das Ende gekommen. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Fragen und ich würde das Wort dann gerne an Frau Bechler zurückgeben. Ja, ich bin begeistert von dieser Runde, verehrte Referentinnen und Referenten. Und das war jetzt ein großer Bogen europäische Geschichte im 17. Jahrhundert. Calvinistische Netzwerke zwischen Kurland, Hessen-Kassel, Hessen-Homburg und Brandenburg. Es war das Europa des 17. Jahrhunderts immer im Hintergrund der Dreißigjährige Krieg, der ja auch ein Hintergrund ist, warum Friedrich II. Nach Schweden geht. Dann die kurländische Prinzessin. Kurland war ja zwischen Russland, Schweden und Polen in Konflikten und die Luise hat in ihrer Kindheit vor allem Konflikte erlebt. Also das war hier sicher dann auch plötzlich ein sehr friedlicher Ort. Und so hatten wir einerseits lebendige Biografien und auf der anderen Seite immer wieder die große europäische Geschichte. Und deshalb danke ich nochmal sehr herzlich für diesen spannenden Abend und den Besucherinnen und Besuchern für ihr Interesse.